Am 10. April 1912 versammelte sich eine Menschenmenge am Strand von Southampton, um das damals größte und prestigeträchtigste Schiff der Welt, die RMS Titanic, zu verabschieden. Der Preis für das teuerste First-Class-Ticket betrug 3.800 Euro. Das würde heute etwa 62.000 Euro entsprechen. Aber kaum 5 Tage, nachdem das Schiff aus dem Hafen ausgelaufen ist, wurde das Schiff vom Atlantik verschluckt. Spulen wir also zurück zu dem, was in jener schicksalshaften Nacht tatsächlich passiert ist. Der Kapitän wollte bei der Jungfernfahrt des Schiffes einen Geschwindigkeitsrekord aufstellen und früher als geplant ankommen. Das Schiff galt als unsinkbar, also fuhr er mit Vollgas in die dunklen arktischen Gewässer. Nachdem die Besatzung den 30 Meter hohen Eisberg entdeckt hatte, versuchte sie verzweifelt, das Schiff wegzusteuern und eine Kollision zu vermeiden. Aber die Titanic war zu schnell, sodass der Eisberg die Seite des Schiffes einriss und ein großes Loch im Rumpf verursachte. Es handelte sich nicht um einen durchgehenden Riss und gleich mehrere Stellen wurden beschädigt. Insgesamt erstreckte sich der Schaden über einen Bereich von etwa 90 Metern. Aber die Konstrukteure des Schiffes hatten sich auf die Möglichkeit einer Kollision vorbereitet und auf jeder Seite des Schiffes wasserdichte Abteilungen als Pufferzone eingebaut. 4 dieser Abteilungen konnten durchbrochen werden und das Schiff würde immer noch über Wasser bleiben. Da der Eisberg jedoch die Seite der Titanic aufriss, entstanden Löcher in 6 der Abteilungen. Die Abteilungen erstreckten sich nicht über die gesamte Höhe aller Decks und waren oben nicht wirklich versiegelt. Als also mehr als 4 Abteilungen überflutet wurden, drang das Wasser über die Schotten hinaus und füllte die übrigen Abteilungen, sodass das Schiff schließlich im Meer versank. Stell es dir so vor, als würde Wasser in einem Eiswürfelbehälter überschwappen. Aber was wäre, wenn der Zusammenstoß frontal gewesen wäre? Wäre das Schiff dann trotzdem gesunken? Schiffe sind so konstruiert, dass sie auch bei einem möglichen Zusammenstoß nicht sinken. Und die meisten Schiffe haben Kollisionsschotten im Bug. Das ist wie die Stoßstange oder die Knautschzone deines Autos. Es ist ein Sicherheitsmerkmal, das einem direkten Stoß standhalten kann. Der Bug hätte einen Teil des Aufpralls abfangen können und einige Experten vermuten, dass bei einem Frontalaufprall nur 2 bis 4 der wasserdichten Abteilungen geflutet worden wären. Theoretisch wäre die Titanic also nicht gesunken und hätte vielleicht sogar mit einer viel langsameren Geschwindigkeit zu ihrem endgültigen Ziel weiterfahren können. Die Wucht des Aufpralls wäre jedoch wahrscheinlich enorm gewesen. Aber obwohl die Passagiere eventuell verletzt worden wären, hätten sie auf dem Schiff bleiben und auf die Rettung durch andere Schiffe warten können, anstatt in die eisigen Gewässer des Atlantiks gezwungen zu werden. Einer der Konstrukteure der Titanic, Edward Wilding, vermutete jedoch, dass die Wucht des Aufpralls vielleicht gar nicht so groß gewesen ist. Er sagte vor der britischen Untersuchungskommission, dass viele Menschen den Zusammenstoß kaum gespürt hätten. Und er glaubte, dass das Schiff nicht gesunken wäre, wenn es den Eisberg frontal getroffen hätte. Das Schiff war außerdem mit ferngesteuerten, wasserdichten Türen zwischen allen Abteilungen ausgestattet, sodass eventuelle Überschwemmungen schnell hätten verhindert werden können. Da die Titanic bei der seitlichen Kollision aber 6 Risse bekam und alles sehr schnell ging, hätte die Versiegelung der Türen keinen Unterschied gemacht. Zu diesem Zeitpunkt war es praktisch unmöglich, das Schiff zu retten. Das Schiff begann sofort zu fluten und das Wasser strömte mit einer Geschwindigkeit von etwa 7 Tonnen pro Sekunde ein. Das ist 15 Mal schneller, als es abgepumpt werden konnte. Auch wenn es so klingt, als wäre die Titanic nicht gesunken, wenn das Schiff frontal mit dem Eisberg zusammengestoßen wäre, gibt es doch einige Probleme mit dieser Vorstellung. Erstens wurden die Kollisionsschotten so konstruiert, dass sie einen Zusammenstoß mit einem anderen Schiff überstehen, nicht mit einem riesigen Eisberg. Wenn 2 Schiffe zusammenstoßen, würden beide einen Teil des Aufpralls in ihren Schotten abfangen, den Aufprall teilen und wahrscheinlich über Wasser bleiben. Ein Eisberg ist jedoch unbeweglich, was bedeutet, dass die Titanic den größten Teil der Energie des Zusammenstoßes absorbieren musste. Wenn die Titanic mit dem Bug zuerst aufgeschlagen wäre, hätte sich der Aufprall aufgrund der Geschwindigkeit, mit der sie unterwegs war, wahrscheinlich durch den gesamten Schiffskörper gezogen. Stell dir ein 46.000 Tonnen Schiff vor, das etwa 20 Knoten fährt.
Irgendwann trifft es auf einen Eisberg, der über 100.000 Tonnen wiegen könnte. Dieser Aufprall würde wahrscheinlich eine gewaltige Kraft erzeugen, die das Schiff massiv beschädigen würde. Wahrscheinlich würden Nähte aufreißen, Treppen herabstürzen und Nieten im ganzen Schiff aufplatzen. All das hätte möglicherweise noch mehr Abteilungen überflutet. Das hätte dazu führen können, dass die Titanic innerhalb von Minuten statt Stunden gesunken wäre. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wie wir alle wissen, ist der größte Teil davon unter Wasser verborgen. Wäre die Titanic frontal unterwegs gewesen, hätte sie wahrscheinlich zuerst den Teil des Eisbergs getroffen, der unter Wasser liegt, und wäre dann vom Kurs abgekommen. Ein Aufprall auf einen Eisberg ist nicht wie ein Aufprall auf eine Backsteinmauer. In diesem Fall hätte das Eis unter dem Wasser den Boden des Schiffes aufgerissen und Schäden an den Seiten verursacht. Eisberge sind auch keine flachen, festen Objekte. Bei einem flachen Aufprall wäre das Schiff vielleicht über Wasser geblieben, aber Eisberge gibt es in vielen Formen und Größen, von Kuppeln bis hin zu Keilen. Auch der Stahl, aus dem die Titanic gebaut wurde, wurde untersucht. Die Tests haben ergeben, dass das Metall etwa 10-mal spröder war als der Stahl, den wir heute verwenden. Das Schiff wurde gebaut, bevor wir die Auswirkungen von niedrigen Temperaturen auf Stahl kannten. Der alte Stahl, aus dem das Schiff gebaut wurde, ließ sich bei Minusgraden nicht biegen, sondern brach. Geborgene Teile der Rumpfplatten der Titanic zeigen, dass der Rumpf beim Aufprall einfach zerbrach. Ein Frontalaufprall hätte außerdem einen sehr starken und abrupten Stopp verursacht, sodass es auch dann große Probleme gegeben hätte, wenn das Schiff nicht gesunken wäre. Stell dir vor, du würdest plötzlich auf die Bremse treten oder der Bus hält an, während du den Gang entlangläufst und du wirst nach vorne geschleudert. Die Passagiere wären quer über das Schiff geschleudert worden und da sich der Unfall nachts ereignete, waren die meisten Menschen am Schlafen und konnten sich nicht auf einen Aufprall vorbereiten. Das hätte für die meisten Menschen an Bord zu Verletzungen geführt. Besonders schlimm wäre es für die Feuerwehrleute, Schmierer und Ingenieure gewesen, deren Unterkünfte sich im vorderen Teil des Schiffes befanden. Aber auch wenn die Passagiere und die außerdienstliche Besatzung aus dem Bett geworfen worden wäre, gäbe es viel mehr Überlebende als in dem Szenario, das sich ereignet hat. Viele Schiffe sind frontal zusammengestoßen und haben es zurück an Land geschafft. Nur wenige Menschen wissen, dass die Titanic eigentlich zwei Schwesterschiffe hatte. White Star Line, das Unternehmen, das die Titanic gebaut hat, baute auch Schiffe namens Britannic und Olympic. Unter Kapitän Edward J. Smith, der später die Titanic steuern sollte, begab sich die Olympic im Juni 1911 auf ihre Jungfernfahrt. Doch genau wie bei ihrem Schwesterschiff stand ihr eine Katastrophe bevor. Auf ihrer fünften kommerziellen Fahrt kollidierte die Olympic mit dem Schiff der Royal Navy, der HMS Hawke. Während die Olympic an der Seite beschädigt wurde, stieß die Hawke frontal mit dem anderen Schiff zusammen. Der Bug der Hawke wurde bei der Kollision völlig zerquetscht. Aber da das Schiff über wasserdichte Abteilungen verfügte, konnte es den Aufprall überstehen und sicher zur Reparatur an Land zurückkehren. Eine weitere Fallstudie ist die SS Andrea Doria, ein italienischer Ozeandampfer, der 1956 weltweit Schlagzeilen machte. Die Andrea Doria war auf ihrer 101. Reise und wie die Titanic auf dem Weg nach New York City, als es zur Katastrophe kam. Am 25. Juli kollidierte das Schiff mit dem 160 Meter langen schwedischen Passagierschiff Stockholm. Die Stockholm traf das Schiff frontal, während die Andrea Doria an der Seite aufprallte. Die Vorderseite der Stockholm wurde komplett zertrümmert, aber da der Aufprall auf den Schiffrumpf erfolgte, ist sie nicht gesunken. Die Andrea Doria hingegen sank leider, weil der Aufprall an der Seite des Schiffes stattfand. Diese Fälle könnten also darauf hindeuten, dass die Titanic den Aufprall vielleicht überstanden hätte, wenn sie den Eisberg frontal getroffen hätte. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Titanic den Eisberg mit voller Geschwindigkeit traf, während sowohl die Olympic als auch die Andrea Doria langsamer unterwegs waren. Du erklimmst mit ordentlichem Tempo einen Berg. Du und dein Freund habt beschlossen, klettern zu gehen, weil das einer eurer Neujahrsvorsätze war. Ganz plötzlich fallen Steine auf dich herab. Es poltert ordentlich. Doch dir passiert nichts, nicht mal ein Kratzer. Das Universum ist heute definitiv auf deiner Seite.
Als du auf dem Gipfel ankommst, erspähst du ein grünes Blatt, das aus dem Himmel herabweht. Aber warte, das ist ein 100-Euro-Schein. Du schnappst ihn dir, aber es fühlt sich alles seltsam an. Zeit für den Abstieg. Du willst dein Glück noch etwas auf die Probe stellen und beschließt, nur einen Sprung nach unten zu machen. Es ist ungefährlich, du trägst dein Geschirr. 1, 2, 3, tief einatmen und ab und herab. In 0,nix hast du den Boden erreicht. Als dein Freund auch endlich ankommt, steigt ihr ins Auto und fahrt nach Hause. Am nächsten Tag stehst du auf, nimmst eine kurze Dusche, putzt dir die Zähne und gehst los, bereit für den Tag. Dein Handy summt. Es ist allerdings kein Anruf, sondern nur eine Mail von deinem Chef. Das heißt nichts Gutes. Du öffnest sie und liest hervorragende Neuigkeiten. Du wirst befördert. All deine harte Arbeit macht sich bezahlt und dein Chef hat sie verfolgt. Du fühlst dich selbstbewusst und beschließt, dass du darüber hinaus darum bittest, zum Partner gemacht zu werden. In der U-Bahn zur Arbeit siehst du nach unten und schon wieder ein weiterer 100-Euro-Schein. Wow, diese 200 Euro sind aus dem Nichts aufgetaucht. Du kommst endlich an deiner Station an. Da du etwas spät dran bist, springst du aus dem Zug und gehst etwas schneller als gewöhnlich. Plötzlich fällt dir eine Werbeanzeige für einen Wettbewerb auf. Der Hauptgewinn ist ein Auto und es ist der letzte Tag für die Teilnahme. Du fühlst dich heute glücklich, also schickst du eine Nachricht mit deinem Namen, um teilzunehmen. Das Ergebnis kommt in ein paar Stunden. Du bist endlich auf der Arbeit und es ist Zeit für das Meeting mit deinem Chef. Er beginnt: Seit du bei uns bist, haben wir 4% Zuwachs gehabt. Du hast mehr Klienten gesammelt als alle anderen. Würdest du gern Abteilungsleiter werden? Das reicht nicht, antwortest du. Ich will Partner werden. Der Chef ist geschockt und erklärt, er braucht etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Zur Mittagszeit beschließt du, ein neues Lokal um die Ecke auszuprobieren. Als du an der Ampel wartest, siehst du eine junge Frau mit Kopfhörern, die bei Rot über die Straße gehen will. Plötzlich rast ein Auto auf sie zu, doch sie bemerkt es nicht. Du springst vor und ziehst sie so schnell du kannst aus der Gefahrenzone. Ich bin Aliana, stellt sie sich vor. Sie hat die schönsten grünen Augen, die du je gesehen hast, und sie lädt dich zum Mittag ein, um sich bei dir zu bedanken. Ihr geht in das neue Lokal, das du ausprobieren wolltest, und sie empfiehlt dir den Double Bacon Cheeseburger. Das war deine beste Mahlzeit seit Monaten. Am Ende überreicht sie dir ihre Visitenkarte und erklärt, dass sie Zahnärztin ist. Aliana lädt dich außerdem zu einer kostenlosen Zahnreinigung ein. Klingt fantastisch. Ihr macht einen Termin aus. Eine unbekannte Nummer ruft dich unerwartet an. Du gehst dran. Es ist das Wettbewerbskomitee. Tolle Nachrichten, du hast das Auto gewonnen! Kurz nachdem du aufgelegt hast, kriegst du einen weiteren Anruf. Diesmal ist es dein Chef, er will dich umgehend sprechen. Als du ins Büro kommst, warten alle Kollegen bereits auf dich. Du bereitest dich auf das Schlimmste vor, doch dein Chef sagt: Herzlichen Glückwunsch, du bist unser neuer Partner! Wir kümmern uns sofort um dein neues Büro. Es ist 18 Uhr und Zeit für den Feierabend. Du hast heute ein neues Auto und eine neue Stelle bekommen, doch das Beste ist Aliana. Bevor der Tag zu Ende geht, beschließt du, einen Schritt weiter zu gehen. Du rufst sie an und lädst sie zu einem Date heute Abend ein. 2 Stunden später stehst du schick angezogen vor ihrer Tür. Dein Anzug hat genau 200 Euro gekostet. Ihr Kleid sieht ebenfalls fantastisch aus. Sie sagt, dass sie es genau für einen solchen besonderen Anlass aufgehoben hat. Es ist 23 Uhr und du fährst Aliana nach Hause. So wie du wieder zu Hause bist, bekommst du eine Nachricht von deinem Vermieter. Er fragt, ob du in die Wohnung über dir ziehen willst, da die vorherigen Mieter ausgezogen sind. Sie kostet 300 Euro weniger. Während du schon einschläfst, antwortest du ja. Es ist morgen und du musst dich anziehen. Hinten in deinem Schrank findest du die blaue Entchenkrawatte, die dir deine Mutter zu deinem ersten Job gekauft hat. Du bindest sie dir passend zu deinem grauen Lieblingsanzug um. Als Glücksbringer. Im Büro freuen sich alle über deine witzige Krawatte. Super Wahl, schwärmt Ben. Der Empfangsdame gefällt sie auch. Dein Chef klopft dir auf die Schulter. Zuerst bist du erschrocken, doch als du dich umdrehst, zwinkert er dir zu. Gut gemacht, willkommen in neuen Höhen. Lass mich dir dein neues Büro zeigen. Alles ist nagelneu und auf der Kommode wartet ein Willkommensgeschenk auf dich. Mach es auf! Du bist nervös, aber neugierig. Du schluckst vor dem Aufmachen, daran hängt eine Karte.
Du öffnest den Karton. Darin ist eine goldene Armbanduhr. Und in der Karte heißen alle anderen Partner dich im Team willkommen. Die Sonne geht unter, die Zeit ist heute verflogen. Zwischen all den Meetings hattest du gar keine Gelegenheit, auf dein Handy zu sehen. Du hast zwei Nachrichten. Ruf mich an, Aliana. Und ehe du dich versiehst, klingelt es am anderen Ende. Sie würde gern mit dir zum Abendessen ausgehen. Du bist dabei, also reservierst du einen Tisch. Du könntest seit einiger Zeit mal wieder einen neuen Haarschnitt gebrauchen. Und da du heute Aliana triffst, ist es ein guter Zeitpunkt. Beim Friseur setzt du dich in den Stuhl und sagst, das Übliche bitte, Haare schneiden und den Bart ein wenig trimmen. Als der Friseur fertig ist, verkündet er, das geht aufs Haus, du warst jetzt das 30. Mal bei uns. Du schüttelst ihm die Hand und machst dich auf zu Aliana. Auf dem Weg zum Restaurant triffst du deinen Freund Micha. Ihr bringt euch auf den neuesten Stand und er erzählt, dass er einen 50-Zoll-Fernseher loswerden will. Er gehört dir, wenn du ihn möchtest. Na logisch, der ist perfekt für dein neues Schlafzimmer. Du verabschiedest dich und gehst etwas schneller weiter zum Restaurant. Du freust dich, Aliana wiederzusehen und auf deinem Gesicht zeichnet sich ein breites Grinsen ab. Du bist nur noch ein paar Blocks weit weg und kommst an einem Räumungsverkauf vorbei. Alles zum halben Preis. Du siehst auf deine neue Uhr. Du hast noch 20 Minuten Zeit, um dich in dem Laden umzuschauen. Also los! Es ist ein Elektronikgeschäft und die Leute schnappen sich, was sie kriegen können. Handys, Smartwatches, Laptops. Der Laden ist voll und diesmal hast du Pech. Der Laptop, den du wolltest, ist schon ausverkauft. Du willst wieder gehen, doch plötzlich spricht dich jemand an. Hey, ich hab dich in der Laptop-Abteilung gesehen. Nimm den hier, wenn du möchtest. Ich brauche ihn doch nicht. Und rate mal, es ist genau der, den du brauchst. Du bedankst dich und gehst zur Kasse. Als nächstes gehst du in einen Blumenladen, um ein paar grüne Dahlien zu kaufen. Die passen zu Alianas Augen. Als du endlich am Restaurant ankommst, bist du 2 Minuten zu spät. Aliana wartet schon am Eingang auf dich. Hi, entschuldige die Verspätung. Ich hab dir ein paar Blumen gekauft, so grün wie deine umwerfenden Augen. Mutig, aber Volltreffer. Sie küsst dich auf die Wange und ihr geht hinein. Die Stimmung ist perfekt. Die Lichter sind gedimmt, die Musik ist gut und das Restaurant ist nicht zu voll. Ihr könnt euch unterhalten und miteinander lachen. Noch bevor ihr beide aufgegessen habt, sagt sie, das Essen ist hervorragend. Wie hast du dieses Restaurant gefunden? Du erklärst, dass du letzte Woche etwas faul warst. Jogginghosen zu Hause Stimmung. Du hast Chinesisch bestellt und es war so gut, dass du dachtest, es würde ihr vielleicht auch schmecken. Außerdem hast du einen Glückskeks dazu bekommen, in dem stand, nächste Woche wird dein Glück sich wenden. Und das hat es. Du lebst den Traum und machst Urlaub in ganz Amerika. Eines schönen Tages hältst du bei einem Straßenverkäufer an und bestellst eine köstliche Empanada. Sie ist so knusprig und lecker und... oh nein. Was ist das? Da du nur die Hälfte eines Kakerlakenkörpers identifizieren kannst, bedeutet das, dass die andere Hälfte jetzt ihren Weg durch dein Verdauungssystem schwimmt. Und jetzt heißt das, du wirst zu einem ähnlichen insektenartigen Wesen wie in dem berühmten Kafka-Buch werden? Nein, leider wirst du keine Metamorphose durchleben. Schauen wir mal, was mit diesem armen kleinen Insekt passiert. Zunächst einmal, wenn du die Schule nicht verpasst hast, weißt du, dass die Verdauung im Mund beginnt. Speichel enthält viele spezielle Enzyme, die helfen, die Stärken in deiner Nahrung zu verdauen. Mit anderen Worten, Speichel ist sauer und beginnt diese Kakerlake abzubauen. Wenn sie also noch am Leben war, hat sie wahrscheinlich genau in diesem Moment zu sterben begonnen. Das bedeutet, dass sie bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie in deinen Magen gelangt, wahrscheinlich endgültig verschwunden ist. Im Gegensatz zu deiner größten Angst wird sie nicht in deinem Bauch herumlaufen. Sie sehen, ihre Erfahrung mit diesem Insekt war bisher schrecklich. Sie haben gesehen, wie dieses kleine Kerlchen die Seiten ihrer Lieblingsbücher gefressen hat. Sie haben gesehen, wie es sich in winzige Löcher gezwängt hat, als sie versuchten, es zu erwischen. Und sie haben gesehen, wie es ein- und aus Abwasserkanälen kommt, als wäre es ihr Spielplatz. Daher ist es normal, dass sie denken, oh nein, werde ich krank? Hoffentlich nicht. Ich neige dazu zu denken, dass, da sie ein so kleines Stück davon geschluckt haben, ihr Immunsystem es wahrscheinlich ohne großen Schaden für ihren Körper beseitigen wird. Aber es besteht die Chance, dass sie ähnliche Symptome wie bei der Grippe bekommen.
Anscheinend enthalten Kakerlaken eine spezielle Art von Protein in ihrem Körper, das bei Menschen Allergien auslösen kann. Es könnte ihr Atmungssystem beeinträchtigen, sodass sie Dinge wie eine laufende Nase, einen juckenden Hals, einige zufällige Ausschläge und so weiter bekommen könnten. Da sie ein natürlicher Wahrheitssucher sind, während dieser Kakerlake in ihrem Darm verdaut wird, entscheiden sie, der nächste Kakerlaken-Experte der Welt zu werden. Überraschenderweise nimmt das tatsächlich etwas von dem Schrecken. Lustige Tatsache über Kakerlaken: Sie können bis zu 30 Minuten unter Wasser den Atem anhalten. Das bedeutet, dass sie, wenn sie nicht von der Säure in ihrem Magen beeinträchtigt würden, wahrscheinlich ziemlich lange darin überleben könnten. So kreisen sie auch so bequem in Abwasserkanälen. Aber das ist ekelhaft. Also sollten wir das Bild wechseln. Obwohl sie eine Art eklige Insekten sind, essen viele Kulturen auf der Welt Kakerlaken. Sie gelten als sehr proteinreich, wie viele Insekten. Diese Kakerlaken, die man auf großen Lebensmittelmärkten finden kann, wurden jedoch nicht von den Straßen genommen, sondern sind in Kakerlakenfarmen geboren und aufgewachsen. Ich meine, könnten Sie sich das vorstellen? Sie sind beliebt, weil sie billig sind und sie können in ziemlich großen Mengen auf einmal gezüchtet werden. Auf einer helleren Note. Wussten Sie, dass, wenn Sie tatsächlich eine Kakerlake schlucken würden, es wäre, als ob Sie einen Dinosaurier schlucken? Ich meine, technisch gesehen sind Sie keine Dinosaurier. Aber Kakerlaken waren die ersten und einzigen Lebewesen, die in Höhlen lebten, bevor die Dinosaurier vor etwa 60 Millionen Jahren ausgelöscht wurden. Also das nächste Mal, wenn jemand Sie fragt, was Ihre Lieblingsmahlzeit ist, könnten Sie vielleicht sagen: Diese prähistorische Empanada, die ich einmal hatte, als ich die Welt bereiste. Nach ein paar Stunden betrachten Sie Ihre Erfahrungen aus einem anderen Blickwinkel. Wer hätte gedacht, dass Sie nicht von dem Verschlucken einer lebenden Kakerlake traumatisiert wären, sondern vielmehr den Wunsch hätten, sich intensiver mit ihnen als Spezies auseinanderzusetzen? Beim Spaziergang die Straße hinunter sehen Sie einige Kakerlaken herumkreisen und entscheiden sogar, ihnen Namen zu geben. Die eine heißt zum Beispiel Angkor und es ist eine Baby-Kakerlake. Sie haben kürzlich entdeckt, dass eine ein Tag alte Kakerlake bereits genauso schnell laufen kann wie ihre Eltern. Und Achtung, aber es gibt weltweit über 4000 verschiedene Kakerlakenarten. Wer hätte das gewusst? Du postest alles über deine emotionale Reise mit Kakerlaken in den sozialen Medien und viele Leute scheinen eine Meinung dazu zu haben, was dir passieren könnte. Sie lagen jedoch alle falsch. Es sind bereits über 8 Stunden vergangen und das halbe Stück Kakerlaken, das du gegessen hast, wurde wahrscheinlich bereits von deinem Körper aufgenommen. Dann klingelt dein Telefon und Peter, ein enger Freund von dir, gerät am anderen Ende der Leitung in Panik. Mann, ich habe ein Nickerchen gemacht mit offenem Mund und ich glaube, ich habe gerade eine ganze Spinne verschluckt, sagt er. Und nein, leider wird aus dieser Geschichte nicht der nächste Spider-Man. Sie sehen, es gibt einen beliebten Mythos, der vor vielen Jahren verbreitet wurde, dass Menschen im Schlaf im Laufe ihres Lebens normalerweise bis zu einem Pfund Spinnen verschlucken. Aber das stimmt nicht. Es ist sehr schwierig für einen Menschen, unbeabsichtigt eine Spinne zu verschlucken. Der Hauptgrund dafür hängt mit den Spinnen selbst zusammen. Menschen sind riesige Kreaturen und oft sehen Spinnen uns als Teil der Landschaft. Genau wie eine Couch, Treppen oder ein Möbelstück. Zweitens, wenn sie uns nahe genug kommen, würden sie die bizarren Geräusche, die wir im Schlaf machen, abschrecken. Unser Schnarchen und sogar unser Atmen vibrieren intensiv und das reicht aus, um eine Spinne von uns fernzuhalten. Nur eine geringe Anzahl von Spinnenarten teilt tatsächlich den Raum unserer Häuser mit uns. Es sei denn, sie leben natürlich in Australien. Und sie leben normalerweise in ruhigen Ecken, stören uns Menschen also nicht viel. Na, außerdem schlucken wir kaum, während wir schlafen. Der durchschnittliche Mensch verbringt eine lange Zeit seiner Schlafperiode ohne das Schlucken. Das bedeutet, dass die Zeitlücke zwischen einem Schluck und dem nächsten, die kleine Spinne längst weit weg von Peters Mund gewesen wäre. Ich denke, er wollte einfach eine Geschichte, die genauso gehypt ist wie deine, online teilen. Hier ist jedoch eine überraschende Wendung. Was wäre, wenn das, was Ihnen passiert ist, andersherum passieren würde? Ich meine,
Was wäre, wenn Sie stattdessen von einer lebenden Kakerlake verschluckt würden? Jetzt weiß ich, was Sie denken. Dies wäre nur in der Handlung eines Harry Potter oder eines kitschigen Sci-Fi-Films möglich. Aber bleiben Sie bei mir. Du bemerkst, dass du kleiner wirst, bis dein Sichtfeld von diesem riesigen Tier dominiert wird. Von dort, wo du stehst, kannst du seine pelzigen Beine sehen und oh meins, das sieht aus wie eine merkwürdige Ersatz für Zähne. In seinen Augen bist du wahrscheinlich nur ein weiteres Insekt, das zu seiner breiten Palette an kulinarischen Optionen gehört. Unglücklicherweise für dich fressen Kakerlaken fast alles, was sie finden. Es kommt immer näher und näher. Jedes Mal, wenn es seine Beine bewegt, zittert der Boden unter dir. Du versuchst zu rennen, aber es ist schneller als du und Zikes. Du wurdest gerade von diesem Biest verschluckt. Ein schneller Blick auf deine Umgebung. Es ist dunkel und feucht und ziemlich stinkend. Auf deiner rechten Seite siehst du etwas, das wie ein Stück Fruchtkuchen aussieht. Rechts von dir, ein vergangenes Insekt. Du beginnst dich ein wenig außerhalb der frischen Luft zu fühlen. Schaffst es aber, ein bisschen Sauerstoff zu bekommen, wenn die Kakerlake ihren Mund öffnet, um noch einmal etwas zu essen. Ihr Verdauungstrakt sieht ziemlich groß aus. Und anhand ihrer Größe versuchst du herauszufinden, wie groß dein Kakerlakengumpel sein muss. Du weißt, dass eine der größten lebenden Kakerlaken messen etwa 6 Zoll beträgt. Ich meine, das ist die Größe eines amerikanischen 1-Dollar-Scheins. Es ist so groß, dass du wahrscheinlich eine Rennstrecke bauen und ein bisschen Sport treiben könntest, während du darauf wartest, verdaut zu werden. Was ist das für ein Wasserfall, der sich am Horizont bildet? Igitt! Wie eklig! Ich glaube, es ist der Darmsaft der Kakerlake, der gleich auf dich herabfallen wird. In ein paar Minuten werden dich diese Enzyme zerlegen wie ein 5-Sterne-Essen. Vor ein paar Stunden hast du noch deinen Traumurlaub gelebt. Und jetzt bist du im Inneren des Wesens, das du dein ganzes Leben lang zu vermeiden versucht hast. Lassen Sie uns etwas Beeindruckendes über Gifte herausfinden. Nein, dies ist nicht ein weiteres Video mit den Top 10 der giftigsten Tiere. Es werden mehrere davon hier vorkommen, aber der Punkt ist ein anderer. Wir werden die Natur dieser Substanzen kennenlernen, die für jedes lebende Wesen gefährlich sind. Vor Ihnen stehen 2 Gläser. Das erste ist voll mit saurer Milch. Das andere enthält das Gift einer der gefährlichsten Schlangen der Welt, Vipera aspis. Was glauben Sie? Welche Flüssigkeit kann negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben? Die richtige Antwort ist saure Milch. Sie kann Blähungen, Verdauungsstörungen und Sodbrennen verursachen. Wenn Sie jedoch das Schlangengift trinken, passiert nichts. Tatsächlich handelt es sich bei dieser Substanz um eine spezielle Art von Protein. Und Magensaft spaltet dieses Protein wie jede andere Nahrung. Das im Gift enthaltene Toxin ist nur gefährlich, wenn es mit Blut in Kontakt kommt. Daher werden Sie Probleme bekommen, wenn Sie eine Wunde im Mund oder Magen haben. Solange jedoch das Toxin vom Blutkreislauf fernbleibt, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Aber es funktioniert nicht immer so. Einige Tiere sondern ein Gift ab, das bei geringstem körperlichen Kontakt in ihren Körper eindringt. Giftige Tiere hingegen müssen diesen gefährlichen Stoff in ihr Blut befördern. Und nebenbei bemerkt, das ist der Unterschied zwischen giftig und venenreich. Im ersten Fall handelt es sich um Tiere, die einen passiv vergiften können. Zum Beispiel, wenn man sie berührt. Sie unternehmen keine Anstrengung und das Gift wird ständig aus ihrem Körper abgesondert. Der Pfeilgiftfrosch hängt einfach in den Dschungeln Südamerikas herum und greift niemanden an. Aber jeder hat Angst, ihn zu berühren, weil seine Haut eines der gefährlichsten Gifte auf der Erde absondert. Die Toxinpartikel, die im Gift dieser Tiere enthalten sind, sind so winzig, dass sie leicht durch die Poren deiner Haut gelangen und eine heftige Reaktion in deinem Körper verursachen. Aber giftige Tiere haben größere Toxinpartikel, die nur durch Injektion in ihren Körper gelangen können. Giftige Tiere beißen und stechen, um das Gift in das Blut zu liefern. Giftige Schlangen, Wespen, Spinnen und andere Kreaturen verwenden Gift, um Beute anzugreifen. Giftige Frösche oder Fische mit giftiger Haut verwenden Toxine zur Verteidigung. Das ist der Unterschied. Eine der giftigsten Kreaturen der Welt ist die Würfelqualle. Wenn sie sticht, injiziert sie ein starkes Toxin in ihren Feind, welches das Nervensystem und die Hautzellen beeinflusst. Sie sind nicht nur für Meeresbewohner, sondern auch für Menschen gefährlich. Das Toxin wirkt schnell und kann innerhalb von Minuten zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen.
Eine der giftigsten Kreaturen der Welt, neben dem Fallgiftfrosch, ist der Kugelfisch. Ja, diese berühmte japanische Delikatesse. Viele haben wahrscheinlich gehört, dass dieser Fisch, wenn er falsch zubereitet wird, auch nach der Wärmebehandlung giftig sein kann. Das Gift dieses Fisches ist 1000-mal stärker als Zyankali. Die Menge an Gift in einem Kugelfisch enthält genug Toxin, um mehrere Dutzend Menschen ernsthaft zu schaden. Wenn der Fisch Gefahr spürt, schluckt er viel Luft zusammen mit Wasser und vergrößert sich. In diesem Zustand werden seine Nadeln, die das Toxin enthalten, noch gefährlicher. Berühren Sie diesen Fisch also niemals, wenn Sie ihn im Meer sehen. Es gibt die dritte Art der Giftanwendung. Sie wird intraspezifischer Wettbewerb genannt. Man findet sie bei giftigen Säugetieren wie dem australischen Schnabeltier. Es gibt winzige Nadeln auf ihren Handflächen, die Toxine absondern. Ein Schnabeltier kann einen Gegner mit einem Tritt lähmen. Aber diese Tiere verwenden auch Gift während der Paarungswettbewerbe. Ihre Körper verbessern die Eigenschaften der Toxine, um Konkurrenten während des Kampfes um ein Weibchen zu besiegen. Zwei Männchen kämpfen darum, einander zu schwächen. Das Männchen, dessen Gift effektiver ist, gewinnt die Schlacht. Manche Tiere müssen beißen und stechen, um Gift zu verwenden, während andere nur auf die Berührung eines anderen warten. Aber was ist mit diesem kleinen Geschöpf, das sein Gift wie einen Pfeil freisetzt? Lernen Sie die Kegelschnecke kennen. Sie versteckt sich in ihrem Zuhause und wartet, bis ein kleiner Fisch näher schwimmt. Dann setzt sie einen giftigen Harpun aus ihrem Rüssel frei und lähmt den Fisch. Dann schluckt die Schnecke die Beute im Ganzen, ähnlich wie eine Anaconda. Das Gift dieses kleinen Tieres ist auch für Menschen gefährlich, da es schwerwiegende Probleme mit der Atmung, dem Sehvermögen und anderen Beschwerden verursacht. Gleichzeitig wird die im Gift der Kegelschnecke enthaltene Substanz von Ärzten zur Herstellung eines starken Schmerzmittels verwendet. Und dies ist nicht der einzige Fall, in dem Tiergift in der Medizin eingesetzt wird. Eine giftige Eidechse, genannt das Gila-Monster, setzt während eines Bisses ein Neurotoxin frei, das in der Speicheldrüse produziert wird. Aufgrund dieses Giftes gilt der Biss dieses Tieres als einer der schmerzhaftesten der Welt. Menschen, die von dem Gila-Monster angegriffen wurden, berichten, dass sie ein Gefühl empfanden, als würde heiße Lava durch ihre Adern fließen. Jedoch kann ein solch schreckliches Gift für den Menschen nützlich sein. Wissenschaftler haben ein Hormon darin entdeckt, das effektiv zur Behandlung von Diabetes eingesetzt werden kann. Einige Gifte verursachen eine Muskellähmung, andere können Atemprobleme erzeugen und wieder andere erhöhen den Blutdruck. Aber warum sind sie alle unterschiedlich? All diese Unterschiede hängen von der Beute ab, die giftige Tiere jagen. Zum Beispiel erbeuten die meisten Vipern kleine Säugetiere mit einem schnellen Stoffwechsel. Daher haben Reptilien ein Gift entwickelt, das die Blutgerinnung stört, wodurch ein schnell laufender Hase schnell die Kontrolle über seinen Körper verliert. Für wechselwarme Tiere wäre jedoch eine solche Strategie weniger effektiv. Deshalb produzieren einige Arten von Kobras neurotoxisches Gift, das die Übertragung im Nervensystem stoppen kann. Eine solche Substanz trifft die Organismen von wechselwarmen Kreaturen effektiv. All dies deutet darauf hin, dass giftige und giftige Kreaturen ihre Toxine an ihren Lebensraum anpassen. Deshalb können die Gifte derselben Spezies so stark variieren. Wenn Sie in einer Region eines großen Landes von einer Viper gebissen würden, könnte ein Gegengift aus einer anderen Region möglicherweise nicht helfen. In Orten mit komplexeren Überlebensbedingungen können Schlangen ein gefährlicheres Gift entwickeln, um feindliche Angriffe abzuwehren oder schnelle Beute zu fangen. Aber dieses Prinzip funktioniert auch umgekehrt. Setzt man eine Gruppe von Schlangen in eine Umgebung, in der sie leicht Nahrung fangen können und sich nicht vor anderen Tieren verteidigen müssen, könnte diese Art von Schlange schließlich ungiftig werden. Dies liegt daran, dass die Produktion von Gift ein komplizierter Prozess ist, der viel Energie und Ressourcen des Organismus erfordert. Und wenn die Bedingungen die Nutzung dieser Substanz nicht erfordern, dann werden Schlangen aufhören, sie zu produzieren. Dies geschah mit Seeschlangen. Sie gehören zu den giftigsten Tieren auf der Erde, die Fische am Meeresboden jagen. Da ihre Beute viel schneller war als sie, mussten sie ein starkes Gift entwickeln, das Fische schnell lähmen würde. Aber eine Art von Seeschlangen hörte auf diese Weise Nahrung zu beschaffen. Anstatt Fische zu jagen, begannen sie Fischeier zu fressen. Diese Beute flieht nicht, daher brauchen die Schlangen kein Gift mehr.
Schließlich hörten sie auf, es zu produzieren. Wie viele Tiere auf dem Planeten glauben, sie sind giftig und giftig? Nach Berechnungen von Wissenschaftlern sind es etwa 15-20%. Aber höchstwahrscheinlich ist diese Zahl viel höher, weil die Menschen die ganze Biodiversität solcher Kreaturen noch nicht vollständig erforscht haben. Interessanterweise hat fast jede Tierart eine giftige oder giftige Art. Selbst unter Säugetieren ist das Schnabeltier nicht das einzige giftige Wesen. Das Plumplori scheint ein süßes, harmloses Tier zu sein. Dennoch sondert dieses Primat aus Südostasien bei einem Biss Gift aus seinen Zähnen ab. Darüber hinaus produzieren auch einige Spitzmäusearten auf dieselbe Weise Gift, um ihre Beute zu lähmen. Und die Vampirfledermäuse sind die einzigen giftigen fliegenden Säugetiere auf der ganzen Welt. Okay, wir haben heute eine große Anzahl giftiger und giftspendender Tiere. Aber wie war das in der Vergangenheit? Viele Wissenschaftler glauben, dass vor Millionen von Jahren giftige Dinosaurier die Erde durchstreiften. Einige Studien haben diese Hypothese bestätigt. Die giftigen Drüsen und Gewebe dieser gewaltigen Reptilien haben bis in unsere Zeit nicht überlebt. Aber in den Zähnen einiger Dinosaurier fanden Wissenschaftler kleine Lücken, die auch moderne giftige Schlangen und Echsen haben. Es ist möglich, dass die prähistorischen Monster diese Löcher ebenfalls dazu benutzt haben, Gift durch sie abzusondern. Schauen Sie sich das an. Ein roter Wirbelsturm zieht entlang der Küste Australiens und steuert auf die nächste Stadt zu. Dieser Tornado ist nicht durch seine Farbe einzigartig, sondern durch das, was in ihm verborgen ist. Das sind weiße Haie, Hammerhaie, Tigerhaie und Bullenhaie. Haie. Sie fliegen im Wirbelsturm, schnappen mit den Kiefern und versuchen, ein Stück Fleisch zu greifen. Menschen, die dieses bizarre Phänomen von außen betrachten, denken, dass sie etwas in ihren Getränken haben. Aber das ist Realität. Ein Haifisch-Tornado kann wirklich existieren. Oder nicht? Finden wir es heraus. Im Jahr 1877 traf ein ziemlich ungewöhnlicher Tornado eine Farm in Südkalifornien. An diesem Tag fielen etwa 6 kleine Alligatoren von etwa 1 Fuß Länge vom Himmel. Im Jahr 1894 zog ein Tornado durch England und ließ giftige Quallen auf die Menschen fallen. Es gibt eine Version, in der Kaulquappen anstelle von Quallen an diesem Tag auf den Boden fielen. Aber das klingt immer noch ziemlich merkwürdig. Im Jahr 1876 in Kentucky gab es einen schwarzen Humorregen. Klingt für mich nicht lustig. Stücke von Fleisch fielen vom Himmel. Die Einheimischen probierten sie und sagten, es schmecke wie Hammel oder Hirsch. Später entdeckten Experten jedoch, dass ein Schwarm Geier über dieses Gebiet geflogen war. Die Vögel fühlten sich unwohl und erbrachen ihr Mittagessen direkt in der Luft. Und dann, nehme ich an, taten dies auch die Einheimischen, die es probiert hatten. 1947 fielen Fische vom Himmel in Marksville, Louisiana. 2005 gab es in Serbien einen Regen, der Tausende von Fröschen enthielt. 2010 wurde eine kleine Stadt in Australien von einem Regen aus Barschen getroffen. Sie wissen schon, Fische. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass all diese seltsamen Phänomene durch ein böses Unternehmen verursacht wurden, in dem böse Genies arbeiten. Und einer von ihnen sind Sie. Also entscheiden Sie sich für den unglaublichsten Naturkatastrophe in der Geschichte. Einen Tornado aus Haien. Oder Sharknado. Es scheint unmöglich zu sein, aber Sie werden es versuchen, denn Sie haben nichts Besseres zu tun. Also, zuerst müssen wir verstehen, was eine Wasserhose ist. Es handelt sich dabei um eine Säule aus rotierender Luft, die mit Wolken gefüllt ist. Dieser Wirbel tritt während eines Gewitters auf, wenn warme Luft eine große Menge an Wärme abgibt. Diese Wärme wird zur Energie, die die aufsteigenden Luftströme bewegt. Diese warme, feuchte Luft steigt auf und kalte, trockene Luft sinkt ab. Der Unterschied zwischen den Temperaturen erhält die Instabilität aufrecht und hilft Tornados, sich zu entwickeln. Wenn er sich über dem Wasser bildet, wird ein Tornado zu einer Wasserhose. Es kann Partikel von Meerwasser, einige Objekte und sogar Fische anziehen. Aber alles hängt von der Stärke dieses Wirbels ab. Sie haben es wahrscheinlich gesehen, wenn Tornados Autos in die Luft hoben oder Dächer von Gebäuden abrissen. Im Internet gibt es ein Video, in dem ein Tornado Kühe in die Luft hebt. Und eine gewöhnliche Kuh wiegt etwa 630 Kilogramm. Im Vergleich dazu wiegt der weiße Hai etwa 2000 Kilogramm.
Wenn ein Tornado mehrere Kühe heben könnte, könnte er mit einem Hai fertig werden. Aber neben dem weißen Hai gibt es Tigerhaie, Bullenhaie und Hammerhaie. Alle wiegen weniger. Daher besteht kein Zweifel daran, dass ein Tornado sie möglicherweise auch in die Luft heben könnte. Okay. Jetzt können wir annehmen, dass es im Bereich des Möglichen liegt. Der nächste Schritt besteht darin, einen echten Tornado zu erstellen. Dazu müssen Sie die warme Luft erhitzen und sie dann rotieren lassen. Aufwinde. Die kalte Luft wird anfangen zu sinken und Sie bekommen einen Wirbelsturm, Gewitter. Ein Ingenieur aus Kanada namens Lewis hat Geräte gebaut, die Tornados erzeugen. Er stellte mehrere Prototypen her, bevor er einen echten Wirbelmotor zusammenbaute. Nach ihm kann das jeder. Allerdings waren diese Wirbel klein. Sein Gerät erzeugte dünne Luftstrahlen, die wirbelten und Mini-Tornados erzeugten, die dann schnell aufgrund von starken Winden zerstreut wurden. Lewis begann diese Idee zu entwickeln, um eine neue Stromquelle zu bekommen. Aber er musste einen riesigen Wirbel erzeugen, der in den Himmel ging, um mehrere Häuser mit Strom zu versorgen. Er hatte nicht genügend Finanzen und Möglichkeiten, dies zu tun. Aber der Ort, an dem sie arbeiten, hat genug Geld dafür. Sie nehmen das Konzept des Wirbelmotors und investieren mehrere Millionen Dollar. Sie bauen mehrere große Turbinen, die die Luft zu einem Punkt leiten und sie dann mit Hilfe eines starken Generators erhitzen. Um ihrem Tornado mehr zerstörerische Kraft zu verleihen, elektrisieren sie die Atmosphäre. Sie können den Tornado steuern und seine Richtung mit Hilfe eines speziellen Kontrollpanels ändern. Du kleiner, böser, verrückter Wissenschaftler. Also, sie kommen an die Küste Australiens, wo es viele Haie verschiedener Arten gibt. Um sie dazu zu bringen, sich an einem Ort zu versammeln, müssen sie mehrere Tonnen Hackfleisch in das Wasser nahe dem Ufer werfen. Lassen Sie mich vorschlagen, dass Sie dies nicht mit der Hand tun. Die Haie kommen sofort dorthin, sobald sie das Essen riechen. Aber es gibt ein Problem. Diese Tiere spüren Veränderungen im Wetter und nähern sich nicht dem Zentrum des Sturms. Daher müssen Sie die Haie wütend und hungrig genug machen, um Risiken einzugehen. Auf geht's, Dr. Doofenshmirtz, aus Disneys Phineas und Ferb. Sie geben Millionen von Dollar aus, um groß angelegte Fischerei zu organisieren. Sie werfen riesige Netze in das Wasser und fangen innerhalb einer Woche alle Fische, Muscheln und anderes Meeresleben, das zum Abendessen für Haie werden kann. Sie bringen alle Beutetiere in riesige Aquarien und warten darauf, dass die Haie hungrig werden. Ein paar Tage später bemerken sie, dass viele große Fische sich in der Nähe der Küste versammeln und nach Futter suchen. Dann kaufen sie ein paar Tonnen Hackfleisch in mehreren Metzgereien. Sie legen es in einen großen Behälter und heben es mit Hilfe eines Hubschraubers an. Sie werfen das Fleisch an dem Ort ab, an dem sie viele Haie sehen. Das Mittagessen zieht Fische im Umkreis von 1 Meile an. In diesem Moment nähert sich ein großes Schiff mit dem Tornadogenerator der Küste. Hey, jetzt können wir nicht aufhören, oder? Sie starten die Motoren und starke Ströme warmer Luft sammeln sich im Himmel. Elektrizität blitzt auf und Kondensation erzeugt Regen. Ein mächtiger Wirbel beginnt sich am Himmel zu bilden. Sie kontrollieren ihn und lenken ihn auf die Haie. Der Wirbelwind zieht Stücke von Rinderhack aus dem Wasser. Die Staubpartikel vermischen sich mit dem Fleisch und der Tornado wird rot. Oh, ich glaube, ich werde kotzen. Sie erhöhen die Windstärke und sehen, wie die Haie anfangen, in die Luft zu steigen. Genauer gesagt, sie springen aus dem Wasser, um das Fleisch zu fassen. Und der Tornado nimmt sie auf. Wenn mehrere Haie im Wirbel sind, lenken sie diese in Richtung Ufer. Die Menschen rennen vor Schrecken davon. Einige Haie fallen zurück ins Wasser und einige fallen an den Strand. Der Hammerhai fällt direkt in die Küche eines Küstenrestaurants und frisst die gesamte Speisekarte. Der Hai ist auch ein Schwein. Sie leiten den Sharknado in die Stadt. Der Sturm hebt Bäume und Autos in die Luft und reißt die Dächer von Häusern ab. Einige Haie fallen auf die Straßen herunter. Leute laufen in verschiedene Richtungen. Der Haifischwirbel zieht durch die Stadt und verstreut Haie. Natürlich krabbeln Haie nicht auf dem Boden und versuchen nicht, Menschen zu fressen. Sie sind nur geschockt und verstehen nicht, was vor sich geht. Was soll ich sagen? Es ist ein jugendfreier Sharknado. Selbst im Ozean mögen es Haie nicht, Menschen zu beißen.
alle Angriffe erfolgen, weil Haie sie mit Robben oder anderen Meeresbewohnern verwechseln, die wie Nahrung aussehen. Außerdem können zahnige Fische aus Neugier zu Menschen schwimmen. Und jetzt sind sie desorientiert und haben große Atemprobleme. Fische benötigen einen konstanten Wasserfluss, der durch ihre sauerstoffextrahierenden Kiemen strömt. Je nach Art können Haie einige Minuten bis zu einer Stunde ohne Wasser auskommen. In diesem Moment wird ihnen klar, dass sie keinen bösen Plan ausgeführt haben, sondern eine dumme Sache, die so vielen Fischen Leiden verursacht hat. Jetzt müssen sie alles reparieren. Sie haben mehrere Hubschrauber, die die Fische zurück ins Meer transportieren können. Aber sie zucken und schnappen vor Angst mit ihren Kiefern. Deshalb benutzen sie zur Beruhigung Betäubungspfeile. Dann helfen sie den Rettern, die Haie an die Hubschrauber zu befestigen und sie in die Luft zu heben. Sie müssen einen Fisch aus einer Wohnung im 7. Stock holen. Ein anderer Hai lag im Park. Ein Hammerhai verursachte einen großen Verkehrsstau auf der Straße. Und dieser Tigerhai fiel auf ein Feuerwehrauto. Zum Glück haben sie alle eine harte Haut und starke Muskeln, die sie vor Schäden schützen. Sie sammeln alle Haie auf und bringen sie zurück ins Meer. Niemand und nichts wurde verletzt, außer einer Sache: ihre Reputation. Sie haben ihren schurkischen Plan nicht umgesetzt und müssen etwas Neues entwickeln. Dieses Mal werden sie etwas erschaffen, das die Menschen wirklich erschrecken wird. Sie werden einen YouTube-Kanal erfinden, der nichts als Werbung beinhaltet. Alternatives Ende. Du wirst eine Megaflut von Spinnen erfinden. Igitt! Haben Sie sich jemals gefragt, warum alle Planeten perfekt rund sind? Und was wäre, wenn diese Himmelskörper beschließen würden, die Regeln zu brechen und ihre Form zu ändern? Würden wir dann viereckige Planeten, dreieckige Monde oder vielleicht sogar intergalaktische Formen haben, die wir uns nicht einmal vorstellen können? Nun finden wir es heraus. Wie entstehen also überhaupt Planeten? Das Universum ist voll von wirbelnden Wolken aus Staub und Gas. Diese Wolken, die sogenannten Molekülwolken, bestehen aus verschiedenen Elementen und Verbindungen wie Wasserstoff, Helium, Kohlenstoff, Sauerstoff und so weiter. Sie sind wie eine kosmische Küche, gefüllt mit den Zutaten, die man braucht, um ein paar brandneue Planeten zu kochen. Der erste Schritt im Rezept für die Planetenbildung wird als Akkretionstheorie bezeichnet. Nehmen wir an, es passiert etwas, das eine Gravitationsinstabilität verursacht. Zum Beispiel eine Supernova, die in der Nähe explodiert oder ähnliches. Dadurch werden Gas und Staub in der Wolke zusammengeschoben und aufgrund der Schwerkraft beginnen diese Teilchen auf einen zentralen Punkt zu fallen. Sie werden immer dichter zusammengedrängt, wie wenn man einen Ball in der Hand zusammendrückt. Und schließlich werden sie so stark zusammengepresst, dass die Wolke anfängt, sich zu einer Scheibe abzuflachen. So ähnlich, wie wenn man Mehl und Wasser zu Pizzateig vermischt. Diese Scheibe wird als protoplanetare Scheibe bezeichnet. Sie dreht sich auch, weil die Teilchen der Wolke zu Beginn eine gewisse Rotation hatten. Nun stellen Sie sich vor, dass diese winzigen Staubteilchen und Gasmoleküle in der Scheibe herumtanzen. Manchmal stoßen sie aneinander und dann kleben sie zusammen wie Klettverschlüsse. Diese kleinen Klumpen aus Staub und Gas werden Planetesimale genannt. Sie sind die Bausteine der Planeten. Und während die Planetesimale weiter kollidierten und verschmolzen, wurden sie immer größer und bildeten so Protoplaneten. Die Protoplaneten wurden immer größer und ihre Schwerkraft wurde stärker. Einige von ihnen wurden so massiv, dass sie die Großmeister ihrer kosmischen Nachbarschaft wurden. Die Planeten, die wir kennen und lieben. Jeder Planet hatte seine eigene einzigartige Zusammensetzung aus Gasen, Gestein und manchmal sogar Wasser. Aber warum sehen die Planeten wie Kugeln aus? Nun, das liegt alles an der Schwerkraft. Kehren wir zu unseren Protoplaneten zurück. Stellen Sie sich vor, Sie drücken einen Luftballon mit Ihren Händen zusammen. Die Luft im Inneren des Ballons wird zurückgedrückt, wodurch Druck entsteht. Etwas Ähnliches geschieht mit Planeten. Die Schwerkraft drückt Ihr Material nach innen und zieht es zum Zentrum hin. Und da die Schwerkraft in alle Richtungen gleichermaßen wirkt, zieht sie das Material von allen Seiten in Richtung des Massenzentrums, was zu einer kugelähnlichen Form führt. Und dieses Material drückt mit Druck zurück und widersteht der Schwerkraft. Am Ende finden beide einen optimalen Punkt, an dem sie sich gegenseitig ausgleichen. Das nennt man hydrostatisches Gleichgewicht. Ein schicker Begriff, der bedeutet, dass alles im Inneren eines Planeten im Gleichgewicht ist. Aber das ist noch nicht alles. Ein weiterer Faktor, der die Planeten kugelförmig macht, ist ihre Rotation. Stellen Sie sich eine Kugel aus Play-Doh oder etwas Ähnliches vor. Stell dir vor, du drehst sie schnell.
Das Material beginnt sich nach außen zu drücken, wodurch sich die Knetmasse am Äquator ausbeult und an den Polen abflacht. Das gleiche geschieht mit Planeten. Wenn sie sich um ihre Achsen drehen, drückt die Kombination aus Schwerkraft und Rotation das Material nach außen, wodurch sich der Planet am Äquator ausbeult. Sie wollen auf leisen Sohlen wieder zu Scheiben werden. Doch die Schwerkraft will keine klumpigen Planeten. Sie will, dass sie schön rund sind. Also zieht sie weiter an dem Material und versucht, alles so kompakt wie möglich zu machen. Schließlich siegt die Schwerkraft und der Planet nimmt eine kugelförmige Gestalt an. Nehmen wir einige Beispiele aus unserer Planeten-Playlist. Jupiter, der Riese des Sonnensystems, liebt es, seine Abgeschiedenheit zur Schau zu stellen. Er dreht sich so schnell, dass er an den Polen merklich gequetscht und in der Mitte pummelig wird. Er ist wie ein Kreisel mit einem süßen Bäuchlein. Saturn, das beringte Wunder, ist ebenfalls ein flacher Stern. Er dreht sich mit seinen wunderschönen Ringen und seine Abplattung ist noch ausgeprägter als die des Jupiters. Diese Beispiele zeigen, wie die Rotation Planeten eine einzigartige Form geben kann. Sie sind nicht mehr perfekt rund, sondern haben eine reizvolle Ausbuchtung in der Mitte. Es ist wie kosmische Töpferkunst, bei der die Drehbewegung eine spielerische und einzigartige Form erzeugt. Jetzt weißt du also, warum die Planeten rund sind. Aber was noch interessanter ist: Was wäre, wenn sie es nicht wären? Was wäre, wenn sie, sagen wir mal, würfelförmig wären? Oder sogar dreieckig? Na, dann wollen wir mal sehen. Bei einem würfelförmigen oder dreieckigen Planeten würde sich die Masse ganz anders verteilen als bei einer Kugel. Und weißt du, was das bedeutet? Auch die Schwerkraft würde durcheinander geraten. Auf einem kugelförmigen Planeten zieht die Schwerkraft alles zum Zentrum hin, weil die Masse gleichmäßig um dieses Zentrum verteilt ist. Aber wenn wir einen würfelförmigen oder dreieckigen Planeten einführen, werden die Dinge interessant. Wenn du in der Mitte einer dieser Flächen stehst, spürst du die stärkste Anziehungskraft. Das liegt daran, dass die Gesichter dem Zentrum der Schwerkraft am nächsten sind. Wenn sie sich von der Mitte entfernen und zu den Rändern gehen, beginnt die Schwerkraft ihnen Streiche zu spielen. Sie würden den Kampf gegen die steilwinklige Schwerkraft spüren. Das Gehen an den Rändern würde sich anfühlen wie das Besteigen eines Berges oder das Gehen an einem sehr steilen Hang. Und das alles nur, weil die Schwerkraft dich genau in der Mitte der Wand haben will und nirgendwo anders. Nun stellen Sie sich das Gelände an den Rändern und Ecken vor. Es ist eine karge, felsige und trockene Landschaft. Und warum? Nun, das gesamte Wasser würde sich in der Mitte jeder Fläche sammeln und die Ränder hoch und trocken lassen. Und die Luftqualität? Nun, sie ist entweder gar nicht vorhanden oder so dünn, dass sie kein Leben zulässt. Nicht gerade der gemütlichste Ort, um ein Lager aufzuschlagen, das steht fest. Und vergessen Sie nicht Ihre warme Kleidung, Ihr Mittagessen und Ihre Wanderschuhe. Sie werden sie wegen des verrückten Klimas brauchen. Die Art des Klimas auf unserer würfelförmigen oder dreieckigen Erde hängt davon ab, wie sie sich dreht. Wenn sie sich an ihren Ecken dreht, herrscht auf jeder Seite ein mildes, gemäßigtes Klima. Dreht sie sich jedoch auf einer Achse durch zwei ihrer Seiten, wird es heftig. Stellen Sie sich eine Achterbahnversion unseres derzeitigen Klimas vor. Einige Seiten wären polare Wunderländer, eisig und kühl, die obere und untere Seite des Würfels und die untere Seite des Dreiecks. Die anderen Seiten hingegen wären völlig anders. In einem Kubus wären sie glühend heiß und hätten ein äquatoriales Klima, bei dem man ins Schwitzen käme. Anstatt dass das Sonnenlicht sanft über die Oberfläche streicht, würde es direkt auf diese Gesichter strahlen. Das wäre ein wahres Hitzegefühl. Und auf einem dreieckigen Planeten würde das Sonnenlicht in einem Winkel auf die Flächen treffen. Dieses schräge Sonnenlicht würde zu faszinierenden Temperaturschwankungen auf dem Planeten führen. Stellen Sie sich Folgendes vor. Wenn Sie sich von der Basis des Dreiecks zur Spitze hin bewegen, würden die Temperaturen allmählich abnehmen. Die Basis, wo das Sonnenlicht am direktesten auftrifft, wäre die heißeste Region. Genau wie das Äquatorialklima, das wir auf unserer kugelförmigen Erde kennen. Aber je weiter man sich zur Spitze hin bewegt, desto weniger direkt ist der Einstrahlungswinkel, was zu kühleren Temperaturen führt. Aber die Basis ist immer noch super kalt und dunkel, da das Sonnenlicht sie nicht direkt erreicht. Das Dreieck wäre also völlig verrückt, was Temperaturschwankungen und Klimazonen angeht. Übrigens, kennen Sie diese gemütliche Luftschicht, die wir Atmosphäre nennen? Nun, auf unserer eckigen Erde würden die Dinge ein wenig auf den Kopf gestellt werden. Die Schwerkraft würde von der Mitte jeder Fläche aus stärker anziehen. Die Folge?
Die Atmosphäre würde einige verrückte Veränderungen durchmachen. Stellen Sie sich Folgendes vor. Im Zentrum jeder Seite, wo die Schwerkraft am stärksten ist, würde sich die Atmosphäre sammeln und verdichten. Sie wäre wie eine belebte Stadt voller Luftmoleküle. Doch je weiter man sich zu den Rändern hinbewegt, desto dünner wird sie. Die Atmosphäre würde spärlich und sehr dünn werden. An den Rändern zu atmen, wäre also eine ziemliche Herausforderung. Und die Ränder wären eine schwierige Umgebung für das Gedeihen von Leben. Außerdem bedeutet eine dünnere Atmosphäre weniger Schutz vor der Sonnenstrahlung und den Sonnenwinden. Ecken und Kanten wären also für Menschen extrem gefährlich. Natürlich ist dies alles nur eine spielerische Erkundung dessen, was sein könnte. Unsere Erde liebt ihre kugelförmige Gestalt. Und das ist auch gut so. Aber es kann nicht schaden, sich wilde und wunderbare Möglichkeiten auszumalen. Lassen Sie also Ihrer Fantasie freien Lauf und staunen Sie weiterhin über die Wunder unseres erstaunlichen Planeten, wie auch immer er geformt sein mag. Du bist auf der Bühne, der Scheinwerfer und alle Blicke sind auf dich gerichtet. Die Oberfläche des Klaviers glänzt im Scheinwerferlicht. Du legst deine Finger auf die Tasten und beginnst zu spielen. Da du 20 Finger an jeder Hand hast, kannst du mehrere Noten spielen und den Klang voller machen. Jeder Klavierakkord kann jetzt mit 40 Fingern zusätzliche Intervalle und Noten haben. Nachdem du fertig bist, steht das Publikum auf und applaudiert. Der Applaus ist so laut, weil die Handflächen aufgrund der 20 Finger so groß sind. Du bist auf einem Boot inmitten eines Sees und willst schwimmen gehen. Deine Freundin schubst dich ins Wasser und macht mit dir ein Wettrennen zum Ufer. Da ihr beide jeweils 20 Finger und Zehen habt, ist Paddeln und Schwimmen nun einfacher. Sie sind wie natürliche Ruder. Du gelangst als Erste ans Ufer und gewinnst. Danach schwimmst und paddelst du zurück zum Boot mit Händen und Füßen. Nach dem Schwimmen gehst du wandern und bemerkst eine schöne Felswand zum Klettern. Du bereitest deine Ausrüstung vor und legst deine großen Handflächen auf passende Steine. Dein Griff ist fest und du hältst dich an mehreren Steinen fest, die nicht die typische Größe eines Zehnfingersteins haben. Du schaffst es bis zum Gipfel und genießt die atemberaubende Aussicht der Landschaft. Ein gebügelter Anzug und ein selbstbewusstes Lächeln. Yep, du bist für das Vorstellungsgespräch bereit. Du betrittst das Gebäude, als gehöre es dir, und wartest, bis dich jemand zum Büro des Chefs begleitet. Jeder bemerkt dein Selbstvertrauen und deinen scharfen Blick. Du wirst zum Vorstellungsgespräch gerufen. Du setzt dein Lächeln auf und rückst den Anzug zurecht. Du betrittst den Raum und streckst deine Hand aus. Mit 20 Fingern löst du den Händedruck, der den Chef beeindruckt und Neugierde geweckt hat, mehr über dich zu erfahren. Du verlässt das Gebäude mit einem strahlenden Siegerlächeln und es dauert nicht lange, bis du für ein zweites Vorstellungsgespräch eingeladen wirst. Okay, das schaffst du. 20 Einkaufstaschen im Kofferraum deines Autos und ein Weg. Die Straße ist lang und hat viele Kurven und Hügel. Du streckst deine Finger und lässt deine Knöchel knacken. Du überlegst, wie du das Gewicht am besten verteilst, damit du sie gleichmäßig auf jeder Hand verteilst. Mit 20 Fingern greifst du nach den Taschen und trägst 10 in jeder Hand. Das ist schwer, aber hey, betrachte es als Workout. Du holst sie aus dem Kofferraum und läufst schnell zu deinem Haus. Juhu, geschafft, du hast alle Taschen bis auf eine getragen. Oh, warte, ach egal, du hast die Tasche in eine der anderen gesteckt, bevor du losgegangen bist. Aber du musst zum Auto zurück, um den Kofferraum zu schließen. Nach einem langen Arbeitstag triffst du dich mit einem Freund, den du lange nicht mehr gesehen hast, und du hast heute richtig geackert. Auf dem Weg siehst du ein Nagelstudio. Du gehst für eine schnelle Maniküre hinein. Aber mit 20 Fingern an jeder Hand ist es, als würde man eine Behandlung für zwei Personen durchführen. Die Zeit läuft und nur eine Hand ist bisher fertig. Dein Freund ruft an und sagt, dass er im Café wartet. Auf zur nächsten Hand. Nach einer Weile bist du fertig und beeilst dich. Dein Freund wartet ja schon. Du bist spät dran, aber wenigstens siehst du gut aus. Du gehst auf eine Messe für neue Technologien, bei der Dutzende neue Produkte präsentiert werden. Viele der Handys sind größer als die Handys, die für 10 Finger und 2 Hände geeignet sind. Die Handys sind so groß, dass man sie als Mini-Tablets bezeichnen könnte. Du nimmst eines in die Hand und tippst drauf los. Da du 4 Daumen hast, ist das Tippen sehr einfach. Das Handy ist groß genug, um von den restlichen Fingern jeder Hand gehalten zu werden. Du gehst zu den PCs und etwas Interessantes springt dir ins Auge. Ein Laptop mit einer breiten Tastatur für müheloses Tippen.
Du öffnest eine Datei und tippst los. Du bist überrascht, wie einfach es ist, ein Dokument zu schreiben. Schade, dass du dich gedulden musst, bis die Handys in den Handel kommen, damit du dir so ein scharfes Gerät holen kannst. Du bist im Fitnessstudio, wärmst dich auf und bereitest dich auf die nächste Übung vor. Du betrittst den Boxring und willst mit dem Boxsack üben. Da du an jeder Hand 20 Finger hast, ist jede Faust, die den Boxsack trifft, stärker und lauter als eine normale 10-Finger-Faust. Nach jedem Schlag dehnst du dich und setzt das Sparring fort. Du machst mit anderen Übungen weiter, um dich auf den großen Tag vorzubereiten. Du bist im Wald und übst mit Pfeil und Bogen. Du stellst 2 Dosen nebeneinander auf und nochmal 2 Dosen. Du nimmst deinen Bogen und spannst ihn mit 10 Fingern an jeder Hand auf. Du legst 2 Pfeile auf und lässt los. Du triffst beide Dosen mühelos. Du erhöhst den Einsatz und stellst 4 Dosen auf. Du drehst deinen Bogen seitwärts und ziehst die Pfeile zurück, bis genug Spannung vorhanden ist. Du lässt los und die Pfeile fliegen. Volltreffer. Alle 4 Dosen fallen mühelos um. Mit 20 Fingern an jeder Hand brauchst du mindestens 7 oder 8 Bullseye-Ziele nebeneinander. Der Bogen wäre lang, aber das Zielen damit nicht so einfach. Du konzentrierst dich, lässt die Pfeile los und triffst genau in der Mitte. 50 Finger an jeder Hand verändern die Art und Weise, wie man aussieht und geht. Deine Hände wären schwer, weshalb man kräftige Arme bräuchte, um das Gleichgewicht zu halten und die Finger zu stützen. Alles wäre groß, auch dein Handy und Laptop. Eine Gitarre wäre so gebaut, dass 20 Finger Platz auf dem Griffbrett hätten. Eine normale Gitarre hat 6 Saiten. Diese Monster-Gitarre könnte also locker 30 bis 40 haben. Musik ist nicht auf menschliches Design beschränkt und man könnte so mehr erreichen. Jedes Instrument könnte auf den menschlichen Körperbau angepasst werden. Zum Beispiel eine Trompete für 50 Finger an jeder Hand, ein Klavier, eine Harfe oder ein Saxophon. Eine 3-köpfige Band würde wie ein Orchester klingen und ein Orchester würde wie 5 Orchester klingen. Du chillst zu Hause und zockst Videospiele mit einer Freundin. Jeder Controller hat die Größe eines Kaffeetisches. Eine Hand mit 50 Fingern ist kein Zuckerschlecken, also wird der Controller von einem kleinen Ständer gehalten, der am Boden befestigt ist. Es gibt so viele Tasten und Steuerkreuze, dass einem schwindlig wird, wenn man nur hinsieht. Du spielst ein Fußballspiel und steuerst dabei jeden Spieler einzeln. 100 Finger zu bewegen und zu koordinieren hat es in sich, weshalb dein Gehirn überdurchschnittlich groß ist und deine Multitasking-Fähigkeiten exzellent sind. Du gewinnst das Match, im Rückspiel verlierst du, im dritten Spiel steht es unentschieden. Ihr wollt euch ein High Five geben und du schlägst mit deiner 50-Finger-Hand auf ihre, wodurch Schallwellen erzeugt werden, die bis zu deinen Nachbarn auf der anderen Straßenseite reichen. So viele Finger zu haben bedeutet, dass greifbare und ergonomische Dinge viel größer als der Durchschnittsgegenstand sein müssten. Der Gang zum Juweliergeschäft würde Kopfschmerzen bereiten, da man den passenden Ring für jeden der 50 Finger finden müsste. Die Herstellung eines Handschuhs wäre eine Multimilliarden-Dollar-Industrie, da die Produktion so viel kosten würde. Zeichnen wäre auch eine Herausforderung, da es nicht einfach wäre, einen normal großen Stift zu halten und damit zu zeichnen. Jeder Stift und jede Schreibware müsste 10-mal so groß sein als das, was wir heute haben. Und die Herstellung der Schreibwaren würde auch viel mehr kosten. Wassergläser wären länger oder dicker, damit man sie richtig greifen könnte. Die Hand wäre viel größer und die Finger würden um die Handfläche gehen und einer Sonnenblume ähneln. Wenn dir heiß ist, könntest du dir anstatt mit einem normalen Fächer mit deinen Händen Luft zuwedeln. Es wäre einfacher, Sand beim Bauen einer Sandburg aufzuschaufeln. Mit so großen Händen könnte man Sandbälle formen und superschnell eine riesige Sandburg bauen. Und in einer Schneeballschlacht würde man kanonenkugelgroße Schneebälle herumwerfen. Das wäre clever. Du sitzt in einem Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Du hast gerade ein Geschenk für den Geburtstag deiner Schwester gekauft und du willst es zur Feier bringen. Heute sind sehr viele Leute im Einkaufszentrum, sodass es schwierig wird, vom Parkplatz runterzukommen. Aber schließlich näherst du dich dem Tor. Du drückst den Knopf neben dem Lenkrad und aktivierst das Schwerkraftkissen. Es lässt das Auto einige Zentimeter über dem Boden schweben. Die Räder des Autos gleiten in die Karosserie und eine riesige Turbine kommt aus dem Kofferraum. Die Frontscheibe wird zu einem Touchpanel mit vielen Knöpfen und Bildschirmen. Das Tor öffnet sich, die Turbine setzt eine Flamme frei und dein Auto fliegt vom Parkplatz weg, direkt ins Weltall.
Tausende von fliegenden Autos rasen auf einer unsichtbaren Weltraumautobahn an dir vorbei. Du entfernst dich vom Einkaufszentrum, das wie eine riesige Raumstation aussieht, umgeben von Werbemarken-Hologrammen. Bevor du zur Erde fliegst, musst du noch zum Mars. Dort willst du den Motor deines Autos reparieren. Dein Navigator plant eine Route zum roten Planeten und du machst dich auf den Weg. Du bist weit von der Erdumlaufbahn entfernt, sodass du den Mars in einigen Stunden erreichen kannst. Du aktivierst den Autopiloten und beschließt, ein kleines Nickerchen zu machen. Wir schreiben das Jahr 2048. Die Weltbevölkerung hat die Marke von 20 Milliarden Menschen überschritten. Es gibt zu wenig Platz auf der Erde. Die Menschheit ist noch nicht bereit, andere Planeten zu besiedeln. Also bauten wissenschaftliche Ingenieurteams aus allen Ländern riesige Raumstationen. Dadurch wird der Planet um mehr als 50% entlastet. Die Stationen sehen aus wie riesige Ringe. Sie ahmen die Erdatmosphäre nach, haben eine künstliche Schwerkraft und Vegetation. Die Menschen ziehen zu den Stationen, kehren aber oft zur Erde zurück. Raketen fliegen zwischen den Planeten und der Umlaufbahn, aber dieser Transport ist teuer und unbequem. Autohersteller bemühen sich, superreaktive, fliegende Autos zu bauen. Einige Jahre später kolonisieren die Menschen langsam den Mond und den Mars. Jetzt ist es so einfach, auf den roten Planeten zu gelangen, wie früher in die Nachbarstadt zu fahren. Autos fliegen auf Routen, die den Flugrouten für Flugzeuge ähneln. Ingenieure erstellen spezielle digitale Autobahnen, die man nur durch die Windschutzscheibe sehen kann. Natürlich kannst du nach Belieben in jede beliebige Richtung durch den Weltraum fliegen. Aber wenn du zu einem Einkaufszentrum oder dem Mond willst, musst du dich an die festgelegte digitale Route halten. Du wachst auf und näherst dich dem Mars. Wegen der ungünstigen Atmosphäre und der schwierigen Wetterbedingungen leben hier fast keine Menschen. Aber der Mars hat das größte Autoservicezentrum und den coolsten Vergnügungspark im Sonnensystem. Um dorthin zu gelangen, stehen die Menschen stundenlang im Weltraumstau. Auf dem Armaturenbrett siehst du, dass es Probleme mit der Turbine gibt. Du ziehst einen Raumanzug an, nimmst einen Laserschraubenzieher und steigst aus dem Auto. Du schwebst in der Schwerelosigkeit zur Turbine und behebst das Problem mit dem Schraubenzieher. Im Stau stehen tausende Autos. Die Leute gähnen, hören Musik oder schauen Filme. Du steigst in dein Fahrzeug oder fährst langsam weiter. Oft versagt der Motor oder die Turbine deines Autos mitten auf der Autobahn. Aber wenn das passiert, aktiviert dein Auto seinen Notfallmodus. Das Armaturenbrett sendet automatisch ein Signal an das nächstgelegene Reparaturteam. Du schwebst dann einfach im Weltraum und wartest, bis die Mechaniker eintreffen. Sie schleppen das Auto zur nächsten Werkstatt. Du hast genug Sauerstoff für ein paar Tage. Und falls es dir ausgeht, kannst du im Internet um Hilfe bitten. Gute Leute, die vorbeifliegen, werden anhalten und ihre Sauerstoffvorräte mit dir teilen. Schließlich erreichst du die Autowerkstatt. Mechaniker bauen ein neues Superjet-Triebwerk in dein Auto ein und reparieren die Turbine. Du hast nicht mehr viel Zeit, denn du hast deiner Schwester versprochen, nicht zu spät zu kommen. Du steigst ins Auto und verlässt die Mars-Umlaufbahn mit voller Geschwindigkeit. Die neue Maschine läuft leise und ruckelt nicht am Auto. Du erhöhst die Geschwindigkeit und fliegst über einen fast leeren digitalen Highway. Auf deinem Weg siehst du auch viele kleine Satelliten, die holographische Werbung zeigen. Zum Glück hast du einen Werbeblocker. Du schaltest ihn ein und die Weltraumbanner werden durch deine Windschutzscheibe unsichtbar. Schließlich siehst du einen kleinen blauen Punkt. Das ist die Erde. Doch dann fällt dir ein, dass du deinen Hund füttern musst. Du verlässt die Route und fliegst zum Mond. Dort hast du eine kleine Hütte mit einem Haus, das du letztes Jahr für einen Schnäppchenpreis gekauft hast. Noch können Menschen die Atmosphäre ganzer Planeten nicht verändern. Aber du konntest eine kleine Kuppel installieren und sie mit Sauerstoff füllen. In deiner Kuppel hast du ein Haus, einen Swimmingpool und sogar einen kleinen Gemüsegarten gebaut. Früher zogen die Menschen aufs Land, um sich von der Hektik der Stadt zu erholen. Und heute kauft jeder ein Haus auf dem Mond. Du fliegst durch die Kuppel, landest auf der weißen Landebahn und fütterst deinen Hund. Deine Wohnung auf dem Weltraumring wird gerade renoviert. Also wohnst du eine Weile mit deinem Hund auf dem Mond. Du kannst andere Autos sehen, die zu den Nachbarkuppeln fliegen. Einige Fahrzeuge sind Elite-Supersportwagen mit einem großen Schwerkraftkissen und einem ultrareaktiven Motor. Sie können 10-mal schneller als die Schallgeschwindigkeit fliegen und haben eine künstliche Intelligenz, die mit dem Fahrer sprechen kann. Es gibt auch alte, rostige Weltraumautos.
Manchmal montieren Leute ein Düsentriebwerk an einem gewöhnlichen Auto und überziehen die Karosserie mit einer Mischung aus Kupfer, Eisen und Silber, um über lange Strecken in einem kalten Vakuum reisen zu können. Du siehst auch eine Menge Taxis im Weltraum. Manchmal ist die Fahrt zum Mond billiger als die Fahrt zum anderen Ende einer Stadt auf der Erde. Der Grund dafür sind die Staus auf den Straßen der Erde. Außerdem gibt es im Weltraum eine Menge fliegender Busse. Jeden Tag starten mehrere Flüge auf der Strecke Erde-Mond-Mars. Die Menschen sind ständig dabei, etwas auf dem Mars zu bauen. Der riesige Autoservice und der Vergnügungspark sind schon fertig. Jetzt bauen sie dort ein wissenschaftliches Zentrum, um interstellare Sprünge zu untersuchen. Natürlich werden für solche Bauprojekte Baumaterialien gebraucht. Mehrmals pro Woche fliegen lange Züge von der Erde zum Mars über eine eigene Weltraumstrecke. Ursprünglich beförderten die Züge Menschen, aber sie wurden unrentabel. Es ist viel billiger und schneller, mit dem eigenen Auto oder Bus zum Mars zu fahren. Du verlässt den Mond und näherst dich der Erde. Das Armaturenbrett zeigt an, dass du keinen Sprit mehr hast, also musst du an einer Tankstelle anhalten. Diese Tankstellen gibt es überall. Sie sind vollautomatisch und werden von künstlicher Intelligenz gesteuert. Du fliegst auf eine zu. Die Kraftstoffpumpe ist automatisch mit deinem Benzintank verbunden. Der superreaktive Motor braucht verbesserten Raketentreibstoff anstelle von Benzin. Du überweist über das Touchpanel Geld an die Station und fliegst weiter. Hunderte von digitalen Weltraumautobahnen führen zur Erde. Und alle sind voll mit Autos. Der Verkehr staut sich weiter. In den oberen Schichten der Atmosphäre gibt es Sicherheitskontrollpunkte. Die Zollbehörden kontrollieren Dokumente und Kofferräume. Während du im Stau stehst, beobachtest du Müllwagen. Eine Menge Weltraummüll treibt umher. Langsam fliegende Lastwagen, die von künstlicher Intelligenz gesteuert werden, sammeln den Müll mit riesigen Containern ein. Dann fliegen sie von der Erdumlaufbahn weg und haken die Container ab. Diese Müllcontainer haben kleine Turbinen, die die Container weit über unser Sonnensystem hinaus wegfliegen lassen. Dann heizen sie sich auf und verbrennen den ganzen Müll von innen. Schließlich passierst du alle Kontrollpunkte und fliegst in die mittleren Schichten der Atmosphäre. Unser Planet sieht aus wie eine riesige Cyberpunk-Welt, nur heller und schöner. Riesige Autos vertreiben die Wolken, um die Sicht zu verbessern. Fliegende Feuerwehrschiffe kommen zu einer der Stationen, an denen ein Feuer ausgebrochen ist. Du siehst hunderte Tankstellen, Lufthotels, Kinos und Einkaufszentren am Himmel, bevor du den Boden erreichst. Du näherst dich einem Parkhaus. Das ist ein 80-stöckiger Wolkenkratzer für Autos. Die Leute lassen ihre Fahrzeuge stehen und fahren mit dem Aufzug nach unten. Zum Glück gibt es in der Nähe des Hauses deiner Schwester einen Parkplatz. Du landest, greifst mit deiner Hand auf den Beifahrersitz, um das Geschenk zu nehmen und... Oh nein, scheint, als hättest du es auf dem Mond vergessen. Du spazierst mit deinem süßen Pudel durch den Park. Du wirfst einen Ball. Deine Fellnase rennt los und bringt ihn zurück. Du wirfst noch einmal und er wetzt vergnügt hinterher. Doch plötzlich bleibt er stehen. Der Pudel erstarrt, zittert, dreht sich um und sieht dich an. Wo ist das Bällchen, Fifi? Aber er hört dir nicht zu. Dann gehst du zu dem Ball, hebst ihn auf und schaust deinen Hund an. Fifi starrt mit einem bohrenden Blick zurück. Du wirfst ihm den Ball zu. Fifi, hol das Bällchen! Der Hund stupst seine Pfote an den Ball und schüttelt langsam den Kopf. Du siehst dich schockiert um. Dir fällt auf, dass auch andere Leute im Park Probleme mit ihren Haustieren haben. Manche Hunde kläffen ihre Besitzer an. Jemand rennt herum. Dein Pudel sieht dich an, als hättest du etwas Schlimmes getan. Dann geht er los. Du rennst ihm hinterher und forderst ihn auf, zurückzukommen. Du verlässt den Park und stehst auf der Straße. Reifen quietschen. Mehrere Menschen rennen in deine Richtung. Sie haben Angst. Du versuchst, sie zu fragen, was los sei, aber im nächsten Moment siehst du es selbst. Mehrere Elefanten, Zebras, Löwen und Gorillas laufen durch die Straßen. Sie springen auf Autos, demolieren Hydranten und schubsen Menschen herum. Elefanten trompeten laut. Als sie an dir vorbeilaufen, erkennst du, dass auf ihren Rücken Pinguine reiten. Du hast Fifi natürlich nicht vergessen und machst dich auf die Suche. Du wanderst durch die Straßen und triffst auf andere Menschen, die ihre Haustiere vermissen. Auf deinem Handy hast du unzählige Nachrichten. Deine Freunde fordern dich auf, die Nachrichten zu schauen. Du gehst ins Internet und siehst, dass überall auf der Welt die Tiere verrückt spielen. Du
siehst in einem Video, wie ein Panda in ein Auto steigt und davonfährt. Ein anderes zeigt Wölfe in einer Schlange im Supermarkt. Schimpansen laufen mit einem Stapel Büchern aus einem Geschäft. In einem weiteren Video schubsen Robben einen Fischer aus seinem Boot. Drei Kellner sitzen in der Ecke eines Restaurants, während Löwen brüllend herumlaufen. Einer von ihnen tippt mit der Tatze auf die Speisekarte und sieht aus, als wollte er etwas bestellen. Die Giraffe neben dir bemerkst du gar nicht. Sie senkt ihren Kopf und sieht sich mit dir die Videos auf deinem Handy an. Du schreist und rennst davon. Du erreichst dein Haus und siehst Pfiffi. Dein Haustier sitzt zwischen mehreren streunenden Katzen und Hunden. Sie scheinen sich zu unterhalten. Sie bemerken dich und laufen in verschiedene Richtungen. Du gehst mit Pfiffi rein, kochst Mittag und schüttest Trockenfutter in seinen Napf. Pfiffi weigert sich, diese staubtrockenen Klümpchen zu fressen. Stattdessen deutet er auf deinen Teller. Dann hüpft er auf einen Stuhl und erwartet, eine richtige Mahlzeit serviert zu bekommen. Das ist absolut schräg. Aber du gibst ihm einen Teller und setzt dich zu ihm. Nach dem Mittag läuft dein Hund ins Wohnzimmer und setzt sich vor den Schrank. Du öffnest ihn. Pfiffi deutet mit der Nase auf das zweite Fach. Dort liegt Schreibpapier. Du legst ein Blatt auf den Boden. Pfiffi springt auf den Tisch und schnappt sich einen Stift. Er hält ihn mit den Zähnen und kritzelt etwas auf das Papier. Nach 5 Minuten siehst du dir sein Werk an und kapierst, dass es kaum leserliche Schrift ist. Da steht: Von jetzt an verstehe ich alles. Du siehst deinen Pudel an und er nickt. Von diesem Moment an verändert sich das Leben aller Menschen auf der Erde. Dein Haustier ist nicht das einzige, das auf einmal ein bewusstes Wesen geworden ist. Alle Säugetiere auf der Erde sind jetzt so intelligent wie Menschen. Hunde gehen auch nicht mehr an der Leine. Viele Haustiere laufen von zu Hause weg und kommen nie zurück. Andere bleiben in den Häusern und Wohnungen, jedoch unter neuen Bedingungen. Jedes Tier will dasselbe wie sein Besitzer fressen, in einem eigenen Bett schlafen, über das Fernsehprogramm mitentscheiden dürfen und rausgehen, wann immer es will. Wissenschaftler bieten den Tieren an, Intelligenztests zu machen. Zebras schlagen mit ihren Hufen bekannte Beats. Gorillas zeigen besonderes Talent beim Malen und Schreiben. Bullen zeichnen geometrische Formen mit ihren Hörnern. Sobald die Menschen merken, wie clever die Tiere sind, befreien sie alle in Gefangenschaft lebenden Tiere. Schweine, Schafe, Kühe und andere Nutztiere verlassen Bauernhöfe und Wiesen. Sie wollen frei sein. Fleischprodukte verschwinden von den Regalen. Milchprodukte werden rar, da nicht jede Kuh ihre Milch teilen will. Die Tiere sind frei, aber das ist noch nicht alles. Sie wollen etwas Wichtiges sagen, aber ihre Stimmbänder sind dazu nicht in der Lage. Wissenschaftler lösen dieses Problem mit Hilfe eines Halsbands, das ihre Gedanken in Worte umwandelt. Jetzt können die Säugetiere mit einer digitalen Stimme sprechen. Millionen wilde und domestizierte Tiere kommen aus den Wäldern und Dschungeln rings um den Globus. Reporter versammeln sich. Ein Lama mit Sprachhalsband tritt ans Mikrofon. Es erklärt, dass der Planet nicht nur den Menschen, sondern auch den Tieren gehört. Von nun an sei es den Menschen verboten, der Natur zu schaden. Wenn sie gegen diese Vereinbarung verstießen, würden die Tiere die Städte übernehmen. Ein 500-seitiger Vertrag wird unterzeichnet. Die Bedingungen sind ganz genau festgehalten. Manche Tiere ziehen in die Wälder und Dschungel. Andere wollen in einer gemütlichen städtischen Umgebung leben. Mehrere Jahre vergehen. Mensch und Tier haben sich an das neue Leben gewöhnt. Jedes Säugetier, das bei den Menschen lebt, trägt nun ein Sprachhalsband. Das ermöglicht ihnen nicht nur die Kommunikation mit Menschen, sondern auch ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu werden. Jetzt siehst du Wölfe, die Post austragen, Antilopen, die als Fitnesstrainer arbeiten, Orang-Utans als Bibliothekare. Eine Fledermaus wird ein berühmter DJ und schmeißt die besten Techno-Partys. Dank der Halsbänder lernen die Menschen viel über die Tiere. Es stellt sich heraus, dass Bullen galante Gentlemen mit Manieren sind, die Aggressionen und Kämpfe verabscheuen. Löwen geben zu, gerne berühmt zu sein. Sie wollen Schauspieler, Autoren und Musiker sein. Bären sind die faulsten Wesen der Erde. Es kommt heraus, dass sie Jagen nicht ausstehen können und am liebsten schlafen. Darum dauert ihre Winterruhe monatelang. Lemuren und Springmäuse sorgen sich um die Zukunft des Planeten. Sie arbeiten als Politiker und sind CEOs in vielen großen IT-Unternehmen. Doch Katzen überraschen uns Menschen am meisten.
Es stellt sich heraus, dass sie schon immer intelligent waren. Sie haben es uns nur nicht verraten, weil sie schon immer gut gelebt haben. Seit der Antike wurden sie in vielen Ländern verehrt. Sie durften im Haus leben, faulenzen und in der Sonne baden. Die Menschen lieben und füttern sie. Sie führen ein großartiges Leben. Als sie Sprachhalsbänder bekommen, sagen sie, sie wünschen sich, dass sich nichts ändere. Berühmte Modehäuser heuern Tiere als Models an. Du kannst Löwen, Gorillas, Elefanten, Lemuren und Koalas in modischen Klamotten auf Modemagazinen sehen. Wale und Delfine sind auch Säugetiere. Sie sind ebenfalls intelligent geworden, aber ihr Lebensstil hat sich kaum verändert. Sie bevorzugen immer noch im Meer herumzuschwimmen. Eines Tages interviewen die Menschen einen Blauwal, das größte Säugetier der Welt. Der Wal sagt, dass auf der Welt nur zwei Dinge wichtig wären. Sauberes Wasser und die Fähigkeit, bei niedriger Frequenz mit anderen Walen kommunizieren zu können. Und seid vorsichtig mit Tieren, die von anderen Planeten gekommen sind. Dann schwimmt er einfach davon, ohne zu verraten, was er damit meint. Mit der Zeit wird klar, dass sich die Intelligenz der Tiere schneller entwickelt als die der Menschen. Sie bauen einzigartige Exoskelette, um mit ihren Pfoten wie mit Händen arbeiten zu können. Ein Reh baut mit Hilfe mechanischer Hände statt mit den Hufen. Unter Verwendung modernster Technologien errichten Tiere gemütliche Behausungen in den Wäldern. Sie installieren Videokameras, um Menschen zu erwischen, die Bäume fällen wollen. Dann entwickeln die Tiere eine eigene Sprache. Jetzt können sie ohne Sprachhalsbänder mittels Gesten, Geräuschen und Gerüchen miteinander kommunizieren. 100 Jahre später gründet eine Gruppe Hirsche und Schafe ein Unternehmen, um den Weltraum zu erobern. Die Säugetiere schicken die ersten Raketen ins Weltall und besiedeln den Mars mit Menschen. Wusch, dein Raumschiff ist fast da. Dank der neuesten Technologie kannst du jetzt schneller als je zuvor zu anderen Planeten in unserem Sonnensystem reisen. Und du hast dich für eine Weltraumtour entschieden und bist mit deinem Reiseleiter, Astronauten und noch ein paar anderen Passagieren auf einem Raumschiff. Erster Stopp, der kleinste Planet in unserem Sonnensystem, Merkur. Er ist nur ein Drittel so weit von der Erde entfernt wie die Sonne. Aber die Aussicht wird spektakulär sein. Sobald dein Schiff auf der Oberfläche dieses Felsplaneten gelandet ist, siehst du das endlose Universum, Sterne, vorbeiziehende Kometen und die Sonne, die dreimal so groß ist, wie du sie von der Erde aus kennst. Und keine einzige Wolke behindert die Sicht. Es gibt aber leider keinen Mond zu bestaunen. Merkur und Venus haben keine. Du willst dich etwas bewegen, aber wegen des Raumanzugs und der geringen Schwerkraft fühlst du dich wie auf einem Trampolin im Slow-Motion-Modus. Tagsüber ist es nicht sicher, hierher zu kommen. Übrigens dauert ein Tag auf Merkur fast 59 Erdtage. Obwohl dein Raumanzug dich schützt, könnten die Temperaturen zu extrem werden. Tagsüber steigt die Temperatur auf bis zu 430 Grad Celsius und weil es keine Atmosphäre gibt, die die Wärme hält, kühlt es sich in der Nacht auf bis zu minus 180 Grad ab. Deshalb ist Merkur nicht der heißeste Planet, auch wenn er der Sonne am nächsten ist. Die Venus ist der zweitnächste Planet, aber sie hat eine Atmosphäre, die die Wärme zurückhält. In deinem speziellen Raumanzug bist du zwar geschützt, aber diese drastischen Temperaturschwankungen sind trotzdem nicht ungefährlich, also raus aus der Sonne. Merkurs Schwerkraft ist schwächer, weil er weniger wiegt als die Erde. Die Schwerkraft auf Merkur zieht also weniger an deinem Körper. Wenn eine Person auf der Erde 45 Kilo wiegt, ist sie auf Merkur mit 17 Kilo ein Fliegengewicht. Und? Fühlst du dich schon leichter? Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit, hörst du die Stimme deines Reiseleiters in deinem Raumanzug. Er steht neben dir und zeigt mit dem Finger auf dich. Schau nach links, deshalb sind wir hier. Calorisbecken. Fantastisch! Merkur hat eine so dünne Atmosphäre, dass nichts den Planeten vor Asteroiden schützt. Dementsprechend viele knallen auf seine Oberfläche. Er ist der Planet in unserem Sonnensystem, der die meisten Krater hat. Damit ähnelt er ein bisschen dem Mond. Jetzt bist du am Calorisbecken, nach unserem Kenntnisstand dem größten Einschlagkrater im gesamten Sonnensystem. Vor fast 4 Milliarden Jahren schlug hier ein mindestens 100 Kilometer breites Objekt ein. Du kannst das felsige Innere sehen, das mit tiefen Brüchen und hohen, scharfen Kratern durchzogen ist, umgeben von den höchsten Bergen, die es auf diesem Planeten gibt. Sie sind 3 Kilometer hoch, entstanden durch unzählige Lavaschlote, die früher aktiv waren.
Auf der anderen Seite, die vor der Sonne verborgen ist, gibt es einige Eisvorkommen. Die einzige Form von Wasser hier. Aber du hast keine Zeit, sie dir anzuschauen. Merkur ist nur ein Zwischenstopp. Du fliegst weiter. Du hast es dir auf dem Schiff bequem gemacht, als dein Reiseleiter zu dir kommt. Wir können an der Venus nicht anhalten, sagt er. Eigentlich können wir zumindest näher an die Oberfläche heranfliegen, manchmal sogar landen und hinausfahren, aber heute toben die Winde wie verrückt. Sie erreichen normalerweise etwas mehr als 360 Kilometer pro Stunde, wodurch die gelben und leuchtend weißen Wolken des Planeten in ständiger Bewegung bleiben. Übrigens wurde die Oberfläche der Venus auch von vulkanischer Aktivität geformt. Sie besteht zu 90% aus verfestigter Basaltlava. Daher ist sie vielleicht nicht der schönste Ort für einen Besuch. Außerdem ist ihre Atmosphäre dichter. Dann bekommst du einen Videoanruf über das spezielle Weltraumkommunikationssystem. Deine Freundin ruft an. Sie hat sich etwas früher als du eine Auszeit genommen und ist zum Jupiter geflogen. Jupiter ist ein Gasriese, deshalb kannst du dort nirgendwo landen und der Druck ist ziemlich stark. Er presst Gas zu einer Flüssigkeit. Jupiters Atmosphäre würde jedes metallene Raumschiff wie ein Blatt Papier zerknüllen, das durch seine bunten Wolken fliegt. Die meisten Touristen machen Tagesausflüge mit Raumschiffen dorthin, um Fotos von oben zu machen. Es sieht verrückt aus, denn der Planet ist wie ein stürmischer Strudel aus Wind und er hat die hellsten Polarlichter im ganzen Sonnensystem. Deine Freundin hat sogar den großen roten Fleck gesehen. Das ist der riesige ovale Sturm, der sich gegen den Uhrzeigersinn dreht. Es war unglaublich. Der rote Fleck ist viermal so groß wie die Erde. Aber das eigentliche Highlight war Europa, der sechste Mond des Jupiters. In der Wissenschaft glaubt man, dass er noch relativ jung ist, weil seine Oberfläche so glatt und unberührt ist. Europa ist eine große ozeanische Welt mit allen Voraussetzungen für Leben, die wir aber noch nicht so richtig erkundet haben. Aber du kannst eine Tour buchen und selbst auf Erkundungstour gehen. Vielleicht entdeckst du etwas unter dem dicken Schelfeis. Touristen müssen aber spezielle Raumanzüge tragen, weil Europa von Jupiter zu stark bestrahlt wird. Und dann ist da noch Io, auch ein Jupitermond. Er ist der farbenfrohste und schönste, aber auch der vulkanisch aktivste. Aktiver als die Erde und die meisten Vulkane in unserem Sonnensystem. Auf Io gibt es über 400 Vulkane, von denen 150 jederzeit ausbrechen könnten. Die Schwerkraft des Jupiters treibt die Vulkanaktivität an. Sie drückt Io wie einen Gummiball zusammen und dadurch brechen die Vulkane aus. Du wärst gerne bei ihr gewesen. Aber du bist unterwegs zu deinem nächsten Stopp. Die Tage vergehen und dann siehst du die Erde aus weiter Ferne. Du fühlst dich ein bisschen nostalgisch, wenn du an deine Freunde und deine Familie denkst. Aber dann bist du wieder freudig erregt, weil du dein nächstes Ziel siehst. Endlich bist du da, der rote Planet. Du hörst das ferne und dumpfe Geräusch des Raumschiffs, das auf der rostig-braunen Oberfläche landet. Alles um dich herum ist nur karge Wüste. Der Wind weht kräftig und wirbelt Staub auf. So entstehen diese riesigen außerirdischen Sanddünen. Und ein Sturm wird in diesen Tagen kommen, sagt man. Vor Milliarden von Jahren gab es auf dem Mars flüssiges Wasser. Seen und Flüsse, vielleicht sogar Leben. Seine Rotationsachse ist ein wenig geneigt. Deshalb hat der Mars ähnliche Jahreszeiten wie die Erde. Wenn eine Hemisphäre näher zur Sonne geneigt ist, ist Frühling und Sommer. Und auf der anderen Hemisphäre, die von der Sonne weggekippt ist, ist Herbst und Winter. Die Atmosphäre auf dem Mars ist aber viel dünner als auf der Erde. Deshalb speichert der Planet nicht so viel Wärme auf seiner Oberfläche. Und der Luftdruck auf Mars ist etwa 50 Mal niedriger als auf dem Mount Everest. Du kommst im Weltraumhotel an. Der Mars ist zurzeit der einzige Planet mit solchen Hotels. Auf den anderen Planeten schläft man in seinem eigenen Raumschiff, weil die Bedingungen dort nicht sicher genug sind, um Menschen dort länger zu beherbergen. Das Personal im Hotel ist großartig. Sie haben sich an die Touristen gewöhnt, denn der Mars ist der meistbesuchte Ort in unserem Sonnensystem. Auch das Essen sieht großartig aus. Du kannst es kaum erwarten, reinzuhauen und dich schlafen zu legen. Am nächsten Tag wachst du im Morgengrauen auf und bist mit deiner Gruppe zum Skifahren unterwegs. Die Tage auf dem Mars sind ungefähr genauso lang wie auf der Erde. Es hat die ganze Nacht geschneit, aber wegen der trockenen Tiefdruckatmosphäre bleibt der Schnee nie lange liegen. Daher willst du deine Chance nutzen. Der Mars hat tolle Berge und Täler. Und die eisigen Polkappen sind so cool. Oh, und schau dir die Vulkane an. Am nächsten Tag kommt ein kleines Flugzeug, das dich über den Planeten fliegen soll.
Du wirst für einen Tagesausflug zum Olympus Mons abgeholt. Das ist der größte Vulkan in unserem Sonnensystem. Er befindet sich 26 Kilometer über der Oberfläche und ist damit dreimal so hoch wie unser Everest. Du landest am äußeren Rand des Vulkans. Der Gipfel ist so hoch, dass er über den Horizont hinaus zu ragen scheint. Am dritten Tag besuchst du Valles Marineris, das fantastische Canyon-System, das du... Stell dir vor, du wachst eines Tages in einer Welt auf, in der alles rosa ist. Und damit meine ich nicht nur ein bisschen rosa hier und da, sondern wirklich alles. Von den Wänden bis zu deinem Bett, deinem Schreibtisch, deinem Sessel und sogar deiner Kleidung. Kannst du dir vorstellen, eine Woche lang in so einer Welt zu leben? Der erste Gedanke, stimmt etwas nicht mit meinen Augen? Bei den meisten Menschen ist alles in Ordnung. Selbst wenn etwas mit den Augen nicht stimmen würde, würde man wahrscheinlich nicht sein ganzes Leben lang nur eine Farbe sehen. Farbenblindheit ist in den meisten Fällen angeboren, kann aber in seltenen Fällen auch erst im Laufe des Lebens auftreten. Vollständig farbenblinde Menschen nehmen ihre Umwelt nur in den Farben Schwarz, Weiß und Grau wahr. Die meisten Betroffenen haben Schwierigkeiten, bestimmte Farben wahrzunehmen und insbesondere zwischen verschiedenen Farbtönen zu unterscheiden. Aber kommen wir nun in unsere rosa Welt zurück. Hat diese Farbe eine besondere Wirkung auf unser Gehirn? Wenn wir an rosa Gegenstände denken, verbinden wir sie oft mit positiven Gefühlen wie Liebe und Freundlichkeit. In manchen Fällen kann der Anblick der Farbe rosa über einen längeren Zeitraum sogar dazu führen, dass Menschen aufgeregter werden. Im Sport gibt es Mannschaften, die die Umkleidekabinen der gegnerischen Mannschaft rosa anstreichen, um deren Energie und Leistung zu schwächen. Ein amerikanischer Trainer führte diese Taktik ein, weil er glaubte, dass eine rosa Umkleidekabine die gegnerische Mannschaft verwirren würde. Stell dir vor, das Rosa, in dem du gerade aufgewacht bist, hat eine besondere Kraft. In den 70ern entdeckte der Wissenschaftler Alexander Schaus eine Farbe, die Menschen beruhigt und entspannt. Nach zahlreichen Experimenten zur Wirkung von Farben auf das menschliche Verhalten fand er diese besondere Farbe und nannte sie Schaus Pink. In seiner Studie stellte Alexander Schaus fest, dass Menschen, die eine bestimmte helle Farbe betrachteten, an Muskelkraft verloren. Betrachteten sie jedoch die Farbe Blau, kehrte die Kraft wieder auf das normale Niveau zurück. Der Forscher präsentierte seine Ergebnisse in öffentlichen Vorträgen und sogar im Fernsehen. Er lud einen Bodybuilder ein und demonstrierte, dass dieser nach dem Betrachten der Farbe Rosa nicht einmal mehr einen Bizeps-Curl ausführen konnte. Schaus war von seiner Entdeckung so überzeugt, dass er sogar vorschlug, Gefängniszellen rosa anzustreichen, um die Gefangenen zu beruhigen. Zwei Beamte eines amerikanischen Gefängnisses testeten diese Idee, indem sie eine Zelle rosa anstrichen. Sie stellten fest, dass einige Gefangene bereits nach 15 Minuten in der rosa Zelle ruhiger wurden. Auch wenn spätere Studien die ursprünglichen Ergebnisse von Schaus nicht bestätigen konnten, heißt das nicht, dass du es nicht selbst ausprobieren kannst. Es ist unmöglich vorherzusagen, wie dein Gehirn reagiert, wenn du einen Tag, eine Woche oder sogar einen Monat in einer rosa Welt lebst. Alles hängt von deinen bisherigen Erfahrungen mit dieser Farbe ab. Wenn du positive Erfahrungen gemacht hast, wirst du vielleicht gerne in einer rosa Umgebung leben. Es kann aber auch sein, dass es irgendwann zu anstrengend für deine Augen wird. Es ist unbestritten, dass die Farben, mit denen wir uns umgeben, einen Einfluss auf uns haben können. Der berühmte Schweizer Psychoanalytiker Carl Jung entwickelte eine Theorie der Farbpsychologie, die auch als Jungsche Farbenlehre bekannt ist. Er glaubte, dass jede Farbe in unserem Unterbewusstsein eine andere Bedeutung hat und die Kraft besitzt, tiefere Gedanken zu offenbaren. Jung betrachtete Farben als Werkzeuge, um die tiefsten Gedanken und Gefühle eines Menschen zu verstehen. Jede Farbe hatte für ihn eine bestimmte Bedeutung. So hielt er Blau für formell und präzise, während Grün die Menschen entspannter und geduldiger machte. Gelb war für ihn eine gesellige Farbe und Rot symbolisierte Wetteifer und Entschlossenheit. Neben Rosa wurden auch andere Farben auf ihre Wirkung auf das Gehirn untersucht. Ein Beispiel ist die Farbe Grün.
Würdest du dich besser fühlen, wenn du in einer grünen Welt leben würdest? Der Anblick dieser Farbe kann helfen, sich besser zu konzentrieren. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die sich in kurzen Pausen Bilder von grünen Dingen wie Bäumen oder Gras ansehen, sich besser auf langweilige Aufgaben konzentrieren können und weniger Fehler machen. Das liegt daran, dass Grün eine beruhigende Farbe ist, die von unseren Augen und unserem Gehirn leicht erkannt wird. Da Grün in der Natur häufig vorkommt, empfinden es die meisten Menschen als entspannend. Rot und Orange sollte man in Maßen verwenden. Also kein orangefarbenes Haus für mich, danke. Diese Farben können uns zwar energiegeladener und aktiver machen, aber zu viel davon kann schädlich sein. Forscher haben herausgefunden, dass ein längerer Aufenthalt in einer roten oder orangefarbenen Umgebung zu Angstzuständen führen kann. Die Farbe Blau darf nicht vergessen werden. Sie kann uns ruhig und ausgeruht machen, in dunkleren Schattierungen aber auch düster und traurig. Das Aufwachen in einer blauen Welt kann je nach Farbton unterschiedliche Auswirkungen haben. Und dann wäre da noch das Problem des blauen Lichts, das von Bildschirmen ausgeht. Es kann den Schlaf stören, weil es dem Gehirn vorgaukelt, es sei noch hell. Dadurch kann es für deinen Körper schwieriger werden, die Hormone zu produzieren, die du brauchst, um zur richtigen Zeit einzuschlafen. Um diese Probleme zu vermeiden, solltest du blaues Licht mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen meiden. Ist es gesund für unsere Augen, lange auf eine einzige Farbe zu starren? Nicht wirklich. Wenn wir lange auf eine Farbe starren, kann das die Wahrnehmung anderer Farben beeinträchtigen. Früher wurden Computerbildschirme verwendet, die hauptsächlich Grüntöne enthielten. Da man dieser Farbe während eines normalen Arbeitstages stundenlang ausgesetzt war, konnte es passieren, dass man nach einem Blick auf den Bildschirm alles in einem Lilaton sah. Die Erklärung ist einfach. Der Bereich des Auges, der für die Wahrnehmung von Grün zuständig ist, war erschöpft. Seine Funktionen wurden jedoch durch andere, ausgeruhte Bereiche des Auges, die für Rot und Blau zuständig sind, ausgeglichen. Was entsteht, wenn man Rot mit Blau mischt? Richtig, Lila. Da die meisten Menschen heute Computerbildschirme mit weißem Hintergrund und schwarzer Schrift verwenden, tritt dieses Problem nicht mehr so häufig auf. Diese Veränderung unseres Sehens lässt sich mit dem McCullough-Effekt erklären. Dieses Phänomen tritt auf, wenn Menschen nach längerer Betrachtung eines Gegenstandes eine Farbveränderung wahrnehmen. Celeste McCullough entdeckte diesen Effekt 1965, als sie feststellte, dass das Betrachten von farbigen Streifen das Sehvermögen über mehrere Monate beeinflussen kann. In ihrem Experiment wurden den Testpersonen farbige Linien gezeigt, gefolgt von schwarz-weißen. Nach längerer Betrachtung konnten die Teilnehmer die einfarbigen Linien als farbig wahrnehmen. Dieser Effekt kann wie ein Kamerablitz wirken, der die Sicht vorübergehend verschwimmen lässt und kann anhalten, wenn man zu lange auf die Streifen schaut. Spielt es eine Rolle, welche Farbe man sieht? Nicht wirklich. Es gibt keinen Beweis dafür, dass eine bestimmte Farbe den McCullough-Effekt auslösen kann. Vielmehr ist der McCullough-Effekt das Ergebnis verschiedener Faktoren, wie Veränderungen in der visuellen Informationsverarbeitung im Gehirn, Ermüdung der Augenmuskeln und Veränderungen in der Reaktion der Netzhaut auf Licht. Und was ist mit Licht? Sonnenlicht ist wichtig für unser Wohlbefinden, aber wahrscheinlich hast du schon als Kind gehört, dass man nicht direkt in die Sonne schauen soll. Gibt es wirklich Beweise dafür, dass die Sonne unsere... Du wachst auf und blickst auf einen Stapel Pizzakartons. Du streckst deinen rechten Arm aus und schiebst dabei die verschütteten Nudeln beiseite, die du gestern Abend gegessen hast. Dein Bein schmiert am Schokokuchen lang, den du letzte Woche gegessen hattest, und hinterlässt eine braune Spur auf der Matratze. Auf deinem Doppelbett liegen benutzte Taschentücher, Klamotten, Bücher, Kartons mit Essensresten und anderer Müll rum. Du hast keine Motivation, um aufzustehen, aber du musst zur Arbeit. Du schiebst den Müll beiseite. Er fällt auf den bereits vermüllten Boden zu den Plastikflaschen, den Fastfood-Abfällen, den schmutzigen Klamotten, dem benutzten Geschirr und dem Keim aus Fusseln und Tierhaaren. Jeder Zentimeter des Bodens klebt. Es fühlt sich an, als ob du durch einen Strom aus Morast wartest. Du schaust aus dem schmutzigen Fenster. Dann siehst du dich im Spiegel und ziehst eine Flappe. Das bist nicht du. Jedenfalls nicht der, der du vor einem Jahr sein wolltest.
Es ist ein sonniger Tag. Du hast gerade ein neues Haus gekauft. Es ist ein schöner Ort, etwas außerhalb der Stadt in einer kleinen freundlichen Nachbarschaft, gerahmt von Lattenzäunen und blühenden Blumen. Als du die Einfahrt hinauffährst, kommen schon deine Nachbarn, um dich zu begrüßen. Sie haben einen Auflauf und ein paar leckere Kuchen dabei und wollen dich in der Nachbarschaft willkommen heißen. Du nimmst die Geschenke freudig entgegen und gehst in dein neues Zuhause. Im Laufe der Woche packst du ein paar Kisten aus und stellst deine Möbel auf. Dann bereitest du dich auf deinen neuen Job vor, durch den du dir dieses Haus erst leisten konntest. Du stehst jeden Tag um 6 Uhr auf und kommst erst nach 22 Uhr nach Hause. Der neue Job wird gut bezahlt, aber du hast keine Zeit mehr für dich oder dich um dein Haus zu kümmern. In den folgenden Monaten wird es zur Routine, abends Essen zu bestellen. Die Reste nimmst du mit zur Arbeit. Du hast die Bettwäsche seit deinem Einzug nicht gewechselt. Den Boden hast du auch nicht mehr gesaugt, seitdem du eingezogen bist. Der Geruch im Haus wird immer strenger, weil du weder den Müll rausbringst noch die Fenster öffnest, um mal durchzulüften. Du kümmerst dich auch nicht mehr um deine schmutzige Wäsche und du findest kaum noch saubere Klamotten für die Arbeit, also ziehst du an, was weniger fleckig ist. Dein Bad ist schon lange kein Ort mehr, den man gerne aufsucht. Der Wasserhahn tropft, der Abfluss ist undicht und der Boden ist feucht. Weil kein Sonnenlicht und keine frische Luft ins Haus kommt, gedeiht der Schimmel ungehindert und bietet ein Zuhause für Bakterien und Parasiten. Es ist kein Wunder, dass du dich jeden Monat krank meldest. Vor lauter Arbeit hast du dein Haus extrem vernachlässigt, was sich auch auf deine Leistung im Beruf ausgewirkt hat. Du wurdest schon mehrfach verwarnt und aufgefordert, dich um dich zu kümmern und neue Kleidung zu kaufen oder wenigstens die vorhandenen Klamotten zu waschen. Aber je mehr Kleidung du kaufst, desto größer werden die Haufen schmutziger Klamotten, die sich überall im Haus verteilen. Du findest kaum noch Platz zum Schlafen. Dein Bett ist begraben unter einem Berg von Gerümpel. Und auf der Couch stehen noch Kisten, die du seit deinem Einzug nicht mehr angerührt hast. Du bestellst dir einen Schlafsack und findest eine freie Stelle in der dreckigen Küche. Kakerlaken krabbeln über den Küchenboden. Im Müll haben sie sich kleine Gänge gegraben. Ratten knabbern an deinen Holzmöbeln. Sie haben sich ein Nest aus Trundeln angelegt, über das sie in jeden Bereich deines Hauses gelangen. Du hörst ein leises Klackern, wenn die Ratten über die Fliesen huschen. Du willst schlafen, aber der Wasserhahn tropft auf das schmutzige Geschirr, das sich in der Spüle stapelt. Du hörst jeden Tropfen, der auf Teller und Gläser trifft, und dann spürst du kleine Spritzer, die auf deiner Stirn landen. Du nimmst deinen Schlafsack und gehst in den Keller. Der Gestank ist unerträglich. In jeder Ecke wächst Schimmel. Auf dem Boden ist eine Pfütze, in der Mücken, Bakterien und anderes Ungeziefer prächtig gedeihen. Ratten und Mäuse nutzen diesen kleinen Pool als Badeplatz, um sich darin zu putzen, nachdem sie deine Essensreste aufgefressen und weitere Tunnel gegraben haben. In jeder Ecke sind Ratten. Aber irgendwie stören sie dich nicht mehr. Du erspähst kleine Nester mit Babyratten in den dunklen Ecken. Das hölzerne Fundament ist baufällig und wird von Termiten und Schimmel zerfressen. Du wachst am nächsten Morgen auf. Sind das Rattenbisse an deinem Körper? Du gehst zur Arbeit, nur um dann wieder nach Hause geschickt zu werden, weil du dich endlich waschen sollst. Du willst duschen, aber die Rohre sind verstopft und nur ein paar Tropfen schmutzigen Wassers landen auf deinem Körper. Du gehst in den Garten, wo du eigentlich einen Pool bauen wolltest, aber du hattest keine Zeit mehr dafür. Du legst deinen Schlafsack in den Dreck und suchst den Gartenschlauch, um dich damit abzuspritzen. Aber die Ratten haben sich durch das Plastik genagt. Mit diesem Schlauch kannst du dich nicht richtig abspritzen, also spülst du dich etwas ab. Zum Abtrocknen hast du nicht mehr als ein paar Müllsäcke, weil du deine Handtücher in dem Meer aus Müll nicht finden konntest. Du gehst zurück ins Haus und schaust fern. Überraschenderweise funktioniert dein Fernseher noch. Du schaufelst dir einen Platz auf deiner Couch frei und bestellst Pizza. Dann stapelst du alte Pizzakartons übereinander, um deine Beine darauf abzulegen. Durch das Gewicht deiner Beine auf die Kartons wird das Ungeziefer aufgescheucht, das sich an den Resten aus Pizzakrusten und angetrocknetem Käse bedient hat. Es klingelt an der Tür. Du stehst auf und öffnest die Tür. Der Pizzabote sitzt schon in seinem Auto und flüchtet vor dem Gestank. Die Pizzaboten kennen dich inzwischen. Gut, dass du online bezahlen kannst. Du gehst mit der Pizza zu deinem Platz, um den Film weiterzuschauen. Ungeziefer krabbelt über den Bildschirm. Stunden vergehen. Dann denkst du daran, dass du früh aufstehen und zur Arbeit musst. Du schaffst dir mehr Platz zum Schlafen und irgendetwas Scharfes, das auf der Couch liegt, kratzt dich.
Monate sind vergangen. Die Nachbarn reden nicht mehr mit dir. Sie ignorieren dich sogar und gehen dir aus dem Weg, wenn sie dich aus deinem Haus kommen sehen. Aber du bekommst den Tratsch mit und wie sie sich über dein Haus lustig machen. All das Ungeziefer, das aus deinem Haus kommt, verbreitet sich in der ganzen Nachbarschaft. Autos von Schädlingsbekämpfungen fahren in der Nachbarschaft ein und aus. Sie sind quasi jeden Tag bei einem anderen Haus. Fliegen und Maden haben dein Haus besiedelt. Es ist kaum möglich, bei dir langzulaufen, ohne dass eine Schar Fliegen einem ums Gesicht schwirren. Jeder in der Nachbarschaft weiß, dass dein Haus die Quelle des Schädlingsbefalls ist. Weitere Monate vergehen. Dein Haus ist nicht mehr wiederzuerkennen. Man kann den Boden nicht mehr sehen und die Wände sind mit Kratzern übersät. Ratten haben dein Haus komplett übernommen und so ziemlich alles angenagt. Sie sind deine neuen Freunde geworden und ihr esst sogar schon zusammen. Der Keller ist komplett überflutet und das Wasser hat sich schon einen Weg raus zur Straße gebahnt. Weitere Tiere haben in deinem Haus eine neue Bleibe gefunden. Darunter sind streunende Katzen und Hunde, Waschbären, Opossums und auch Fledermäuse. Überall auf dem Boden liegen Glasscherben von kaputten Glühbirnen. Deine Matratze ist mit Löchern übersät. Du wachst vor einem Stapel Pizzakartons auf. Dann schaust du in den Spiegel. Du bist vor einem Jahr hier eingezogen und das ist nicht das Leben, das du dir vorgestellt hattest. Durch das dreckige Fenster siehst du, dass deine Nachbarn ihre Häuser verkaufen. Einige sind schon weggezogen, darunter auch die, die dich zum Einzug begrüßt hatten. Du drehst dich um und realisierst zum ersten Mal, dass dein Haus eine Müllhalde ist. Du entdeckst ein Bild von dir, das an der Wand hängt. Du hattest es dort aufgehängt, als du eingezogen bist. Dann fasst du den Entschluss, dein Haus in Ordnung zu bringen und alles sauber zu machen. Dir ist klar, dass das Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern wird. Aber du meldest dich bei der Arbeit ab und machst dich an die Arbeit. Du besorgst dir kartonweise Müllsäcke und fängst an, den Müll aufzusammeln. Du hast auch 3 Staubsauger gekauft, um den ganzen Dreck aufzusaugen. Dreck, der sich im letzten Jahr angesammelt hat. Nach ein paar Stunden hast du über 20 volle Müllsäcke vor dein Haus gestellt, die darauf warten, abgeholt zu werden. Die Flecken müssen weggeschrubbt und die zerstörten Möbel müssen entsorgt werden. Nach 2 Monaten harter Arbeit hast du es geschafft, dich von dem ganzen Müll zu befreien. Du brauchst noch eine Woche, um die Böden und Wände zu schrubben und neue Möbel zu bestellen, weil du die alten kaputten ersetzen musstest. Die größte Challenge ist aber, die restlichen Schädlinge loszuwerden und das Wasserproblem im Keller zu beheben. Du rufst ein paar Profis an, die die Wasserleitungen reparieren und das Ungeziefer bekämpfen. Insgesamt hast du 4 Monate gebraucht, um dein Haus in ein frisches, wohnliches Zuhause zu verwandeln. Dein Garten blüht und du gehst mit frischer Kleidung und einem strahlenden Lächeln zurück zur Arbeit. Und du lernst deine neuen Nachbarn kennen, die schon einiges über dich gehört haben. Yep, du hast einige Zäune repariert, stimmt's?